Ehrlicherweise muss ich sagen, haben wir mit OBS Studio aber auch noch nie Probleme gehabt. Wie gesagt, da die meiste Zeit deines RPs eher weniger Bewegung ist, braucht man auch keine übelste Bitrate. Könnte höchstens bei schnellen Fahrten sein, dass es leicht pixelig wird. Aber das war ja immer noch besser als die Lags. Das stimmt. Also ich krieg Codierung überlastet immer noch angezeigt, obwohl ich neu gestartet habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht, worauf es steht. Nvidia H Dingsbums New steht da. Das ist der Encoder. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Wir gehen jetzt rein einfach. Wird schon klappen. So. Es hätte schon immer gut gegangen. Weil ich kann einfach kein Kölsch, ne? Muss neu starten. Ich habe ja jetzt neu gestartet. Oder muss ich da auch so 10 Sekunden warten? Tams, danke für 3 Monate. Und uns geht's gut. Ja, er hat ein bisschen Schmerzen, aber das ist halt auch kurz vor knapp halt, ne? Ich kann dir nur anbieten, dass wir wirklich mal uns hinsetzen im Discord und an deinen Einstellungen schrauben, wenn du was Zeit hast. Ja, okay, pass auf, dann machen wir das. Wir gehen jetzt IC. Danke für die Hilfe. Und wir legen los. Würde ich behaupten. Mann, das war ja wieder Action. Interaktiver Spaß war das wieder. Okay, wartet. Okay, wir starten Intro. Frey Golo, danke dir für dein Abo. Dankeschön für 7 Monate schon. Unfassbar. Danke, danke, danke. So, lasst mich mal kurz eine Sache gucken. Gott, ey. Gottes Willen. Machen wir anders. Game, was geht? Twitch-Benachrichtigung kam nicht. Das ist die einzige Benachrichtigung, auf der ich glaube ich keinen Einfluss habe. Okay, wir haben die Blanko-Vorlagen bekommen.
Wir haben kein Auto. Scheiße. Was ist das eigentlich? Ich hab das gestern schon, ne? Ich wollte gestern die Jungs anrufen und keiner ist ans Telefon gegangen. Ah, nee. Ah, schon gut. Scheiße. Ja, leck mich doch am Arsch. Ich geh wieder. Ich hab's satt. Nie erreiche ich jemanden. Kann ja nicht sein. Tschüss. Wenn keiner mit mir sprechen will, gehe ich wieder. Ey. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend, Mr. Vukovic. Wie geht es Ihnen? Gut. Ja, soweit schon. Und Ihnen? Ja, mir auch. Vielen Dank der Nachfrage. Brauchen Sie eine Abholung, Mr. Napier? Nun, ich würde erstmal versuchen, ein Taxi zu erreichen. Wo sind Sie denn gerade? Aktuell im Italy. Wir müssen auch dringend was sprechen. Ja, okay, dann können Sie auch gerne hoch in den Norden kommen. Ja, ich hole Sie ab. Gut, dann gut, bis gleich. Ist halt echt so. Steht denn hier auf meinem Zettel? Was haben wir denn heute alles? Gott, jetzt kann ich das nicht nachvollziehen, weil ich hier nichts stehen habe. Danke dir für 100 Bits und was ist der Rest? Mein Chatbot macht doch nicht mit. Oh nee! Chatbot streikt. Scheiße. Wartet mal. Ach so, ja, ich weiß auch, warum er streikt. Oh Mann. Krieg ich jetzt nicht auf die Schnelle hier erledigt. Nein! Komm, ich versuche es jetzt mal schnell zu machen. Wartet. So. Dass man diesen Chatbot immer wieder neu anmelden muss, ne? Das ist richtig ätzend. So, Leute. So, wir haben echt Zeit, das alles zu machen. Gut.
So, nice. Okay, wir sind connected. Chatbot funktioniert wieder. So. Einer Person Betonschuhe angezogen. Ja, erstmal einen guten Abend. Das ist eine sehr gute Frage, die ich mit Nein beantworten kann. Ja, guten Abend. Ist das Auto hier sauber soweit? Ja, guten Abend. Ja, alles sauber soweit. Sagen Sie, wir müssen, haben Sie die Tatklamotten noch bei sich? Oder haben Sie die schon entsorgt? Nein, ich habe alles entsorgt soweit. Ja, gut, wunderbar. Dann drehen wir erstmal um. Es gibt sehr, sehr viele Neuigkeiten. Und wir müssen uns auf jeden Fall darum bemühen, dass, wenn Sie irgendwo Ihre Krawatte haben, zu Hause oder, dass wir die wegbekommen. Nun, ich habe sie bei mir. Ja, dann werden wir die gleich wegbringen. Ganz wichtig. Ja, ist irgendwas angesetzt für heute, oder? Es gibt durchaus viele Neuigkeiten, ja. Nach dem Abend mit Mr. Hawkin wurde noch Mr. Malone und ich vom PD mitgenommen. Sie haben auch explizit nach ihnen gefragt. Naja. Da wurden wir mit in die Zellen genommen und dann ging es ein bisschen los mit, wie soll ich sagen, ein paar kleinen Psychospielchen von Mr. Weisheit. Hat versucht, an einige Informationen zu kommen. Aber, naja, man hat sich gegenseitig ein bisschen getriezt, möchte ich sagen. Und letztendlich hat er sich entschuldigt gehabt dafür, dass wir dort festgehalten wurden und wurden auch, naja, gute 10 Minuten später wieder freigelassen. Aber ich erkläre gleich alles nochmal in Ruhe, auch detaillierter. Ja, des Weiteren gibt es noch ganz andere Neuigkeiten, sehr große tatsächlich sogar. Das soll Ihnen gleich mal Mr. Farkas in Ruhe erzählen. Ja, alles klar. Wer ist denn alles heute da? Farkas und Ivo. Mr. Malone soweit nicht, soweit ich weiß. Alter. Edward Nelson, vielen lieben Dank für dein Abo im dritten Monat. Dankeschön und Julischka, danke dir auch für dein Abo. Dankeschön, herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Oh Gott, ey. Kromex, guten Abend, grüß dich. Was geht? White Honey Badger, was geht? Moron, guten Abend. Saronia, was geht ab? Steigen Sie doch schon mal aus, dann bringe ich den Wagen schnell woanders hin. Wenn nicht ganz so auffällt. Ja, das ist klar. Alter, ich dachte, ich war ja gerade blaulich auf diesem Auto vor uns. Was war das? Voll in Schock gekriegt. Ich dachte, jetzt werden wir hier so abgefangen. Vukovic. Achso. Das ist der Modded Dutt, Alter. Das ist auch ein ganz schön kurzer Rock. Mann, oh Mann. Salty Sandra, danke dir für 6 Monate fortlaufen. Dankeschön. Okay, Rocken geht los. Wer ist das? Ein leichtes Opfer. Jakobia, vielen lieben Dank auch für dein Abo im 3. Monat. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Panic Rainer, guten Abend, grüß dich. Was ist denn da los? Ist das Farkasch, Alter? Wer ist das erstmal für heute? Perfekt, perfekt. Wenn du noch was hast, achso, genau, gibst du mir bitte noch Bescheid bezüglich der Grafikänderung, wenn ja, und ob nochmal Kosten entstehen. Ja, gebe ich dir für Freitag, genau. Und Simon, ich bin auf die laufenden Torres mit dankeschön. Herzlichen Dank dafür. Ja, genau. Danke, Leute. Gespannt. Danke. Wird dann wahrscheinlich erst am Freitag passieren. Also früher werde ich den Quatsch jetzt nicht unbedingt suchen. Und Security kümmere ich mich. Alles klar. Da halt mich bitte auch auf dem Lauf. Foxran auch, danke schön. Genau, wenn ich dich nicht erreiche, schicke ich dich SMS. Das ist kein Problem. Oh, jetzt geht's hier los wieder. Genau. Und wir haben jetzt Mitte September. Ich gehe auch. 5 verschenkte Abos. Danke dafür. Wenn das weiter so geht, mir die Tänzerinnen, die Bar, das lässt sich auch schnell regeln. Security steht ja. Einen Monat noch und dann können wir jeden Freitag offline. Genau. Das ist jetzt auch die Perspektive, die ich habe. Genau, das habe ich auch so gepeilt dann. Und guten Abend, Mr. Napier. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend. Genau. Und alles andere machen wir dann in Ruhe, Sam. Alles klar. Gut. Dann verabschiede ich mich erstmal. Panic Rain auch! Ich dich noch nach unten. Dankeschön für dein Prime Gaming Abo im 4. Monat. Dankeschön. Danke, Sam. Bin gleich wieder da. Ja. Yeah. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke. Alter, ich dachte, da kommt Rains rein, Alter. Hä? Mega verwirrt. Ein leichtes Opfer. Ein leichtes Opfer. Ja, wissen Sie was? Kommen Sie mit. Dann geht der Sam dafür. Gut, dann. Ich sehe halt nur blaulich und Polizist. Man merkt schon, ich bin richtig vorbereitet. Bin. Alter Falter. Sir Simon, danke dir auch nochmal für 1000 Bits. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Die stehen in den Startlöchern. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Edda macht mich aktuell fertig.
Waren Sie schon mal hier drin? Nein. Mr. Pellegrini sagte mir nur, dass hier hinten noch ein Hinterzimmer irgendwo sein soll. Ja, ich verstehe. Kommen Sie ruhig mit. Hier habe ich aber auch FPS-Drops. Interessant. Wollen Sie was trinken? Ja, gerne einen Whisky vielleicht. Gut, alles klar. Setzen Sie sich ruhig schon mal. Sehr schön hier. Ich hab die falschen Schuhe an, Alter. Mann, ich bin so ein Clown, Alter. Was ist das denn für eine Schuhauswahl? Oh, nee. Mohrklopf, guten Abend, grüß dich, hi, was geht? Sora Mola, guten Abend. Hi, was geht? Besten Dank. Sollen wir noch auf die anderen warten? Nun, wenn diese schon in der Thematik drin sind, können Sie ruhig loslegen. Ja, durchaus. Nun, wie gesagt, nach der Aktion gestern, gestern sage ich vorgestern, ja, haben wir das Fahrzeug zum Reparieren gebracht. Wurde vorne die Stoßstange ausgewechselt von unserem Kontakt Mr. Ottmann. Kleines Taschengeld bekommen gehabt und ging alles auch relativ fix. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ging alles relativ fix. Wir hatten uns umgezogen, wollten noch ins MD fahren. Das heißt, es ist ein wenig Zeit verstrichen, nachdem wir sie weggebracht hatten. Und anschließend wollte ich kurz zu Hause rausgelassen werden hier vorne. Und meine Klamotten noch wechseln. Der Melon hat draußen auf mich gewartet im Fahrzeug und als ich wieder rauskam von meiner Wohnung, war er komplett umstellt von Polizei. Unter anderem auch Mr. Weiss. Die haben dann nach Ausweisen gefragt von uns, was sie natürlich bekommen haben. Und Mr. Weiss hatte das Lachen angefangen. Dann waren nur seine nächsten Worte, dass wir festgenommen sind in einem dringenden Tatverdacht und wir sollten bitte einsteigen. Das haben wir dann getan und sind ins LSPD gebracht worden. In den Zellen unten angekommen war ein weit...
war ein weiterer Herr. Miguel Ramirez, über den wir uns unterhalten hatten. Nun, Mr. Weiss hat, soll ich sagen, er sagte sowas wie: Vielen Dank, Mr. Ramirez, jetzt haben Sie uns die Täter ausgeliefert. Vielen Dank für Ihre Kooperation und ja, solche Provokationen, sag ich mal. Aber erstmal nicht wirklich was Ernstzunehmendes. Kam auch nicht wirklich sehr authentisch rüber. Aber naja. In den Zellen dann, ich hab so ein kleines, naja, sag ich mal, Wortgefecht mit Mr. Weiss. Hin und her, kleine Trizereien, aber naja. Ich habe mich eher ein bisschen über ihn belustigt, sag ich mal. Ich hab ihm auch geraten, dass er mal ein bisschen mehr rauchen sollte. Runterkommen sollte, weil er doch schon sehr nervös war. Nun, nachdem das Gespräch einige Minuten andauerte, hat er mir auch erzählt gehabt, dass, weil ich natürlich fragte, um was geht es denn? Ich habe mich natürlich blöd gestellt. Es geht darum, um den Vorfall mit Misorkin, und sie soll angeblich verstorben sein dabei. Problem war nur, er sprach von, dass er uns an den Pranger stellen möchte für Mord. Letztendlich hat er sich dann aber nochmal versprochen gehabt und sagte dann für versuchten Mord. Also sie sind nicht tot. Was uns auch gestern nochmal bestätigt wurde, aber dazu komme ich gleich. Naja, um das Ganze zu beschleunigen, wie gesagt, ich wurde dann entlassen nach ungefähr 15 Minuten und Mr. Malone wurde ebenfalls kurz befragt, wurde ebenfalls entlassen. Dann hat uns Mr. Pellegrino unterwegs aufgesammelt. Und er sprach davon, dass Mr. Weiss mit sehr vielen PD-Officer zuvor hier war und ihn ebenfalls ausgefragt hat. Das Gute ist, Mr. Pellegrino hat gefragt, also er wurde gefragt, war zum Tatzeitpunkt, wo ich, Mr. Malone und auch sie war, Mr. Napier. Herr Pellegrino sagte, dass wir hier gegessen haben. Was ich, unabhängig von Mr. Pellegrino, auch sagte. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Alibi. Nicht abgesprochen war. Ja, nun, das LSPD schöpft auf jeden Fall Verdacht, aber naja. Ich denke, nichts wirklich ernst zu nehmen. Das, wir haben ja eigentlich ganz gut verhalten, haben alles verschwinden lassen, keine Anhaltspunkte. Ich denke, es sind eher nur Mutmaßungen und naja, man sollte aber trotzdem vorsichtig sein, weshalb wir jetzt auch erstmal Krawatten weggebracht haben. Sicher ist sicher, denke ich. Gestern dann hatte Mr. Miguel Ramirez uns angerufen, um ein Gespräch gebeten. Das haben wir dann, also ich und Mr. Farkas und mein Bruder im Unicorn geführt. Dort hat er sich nochmal versucht zu erklären und sprach davon, dass er definitiv nichts damit zu tun hat und um Hals und Kragen geredet hat. Oh Mann. Das war es erstmal so weit, was das Ganze angeht. Naja, aber jetzt macht das auf jeden Fall Sinn. Wenn er hat ja gestern gesagt, die Sorkin hat ihn dahinter auch vermutet, dass er damit irgendwas zu tun hat, weil der Herr Ramirez hat sie wohl vom LSPD abgeholt und irgendwo hingelockt und dann haben die quasi so einen Überfall gefaked, wo sie dann eingepackt wurde und ihnen ausgehändigt wurde. Wer das an sie ausgehändigt hat, weiß ich nicht so richtig. Das war gestern nicht ganz klar. Irgendwie Nate Malone ist gefallen, aber ich weiß nicht, ob der damit jetzt was zu tun hat, Mr. Napier. Jedenfalls, vielleicht war der deswegen aber auch im Knast so, weil sie denen auch nicht vertraut. Aber eigentlich waren die immer ganz gut. Also mit dem Typen muss man auf jeden Fall aufpassen. Dass die Sache dann stinkt noch, aber... Ich sag mal so, wenn wirklich Mr. Malone da mit eingebunden war, dann gehe ich davon aus, dass es eigentlich schon relativ safe sein sollte. Also, ganz kurz nochmal. Mr. Ramirez sprach davon, dass ein Nate dabei war. Das wissen wir natürlich nicht welcher. Aber er sprach auf jeden Fall auch davon, dass er das zusammen mit diesen Herrschaften eingefädelt hat, um überhaupt an Miss Sorkin zu kommen.
Das soll natürlich dann aus seiner Sicht rechtfertigen, dass er damit nichts zu tun hat. Gut, okay, ich verstehe. Nun ja, das sollte aber alles kein Problem sein. Also grundsätzlich kann man nichts schon zurückführen. Wir haben mit den Leuten das erste Mal zusammengearbeitet und im Grunde genommen kennen wir auch gar nicht die Vorhergehensweise von denen. Also, es sollte kein typisches Muster zu uns zurückführen. Wie Mr. Weiss jetzt mit seinen Gefolgschaft auf sie beide gekommen ist, könnte auch ein Schuss ins Blaue gewesen sein. Ich meine, was hatte Mr. Malone zu ihm gesagt, als er ihn angehalten hat? Ich war zu dem Zeitpunkt mich umziehen in meiner Wohnung und die Sachen entsorgen vom Tatzeitpunkt. Kann ich Ihnen nicht genau sagen, wie gesagt, ich kam aus der Wohnung raus und es war schon alles voller LSPD. Die Herrschaften kamen direkt auf mich zu und ich sollte mich sofort, ohne ein Wort zu sagen, ans Fahrzeug stellen und wurde innerhalb von Sekunden verhaftet. Vorerst. Ja, war alles sehr, wie soll ich sagen, sehr dominant von den Herrschaften. Wir sollten unsere Schnauze halten, also wortwörtlich. Dann wurden wir zu LSPD gebracht und dann fielen solche Sachen wie: Das hier ist unser Revier, hier habt ihr nichts zu sagen und ihr haltet die Schnauze, geht aneinander voran und geht einfach in die Zellen und haltet die Fresse. So. Ja, ich brauchte jetzt da nicht den Superhelden spielen und hab das noch ausgeführt, aber naja. Gut, okay. Also dieser Mr. Ramirez hat wen von Sie angerufen? Niemanden. Dieser Jax von den Vitus Locus damals, die es eigentlich nicht mehr gibt. Der hat mich angerufen. Und das ist wohl ein guter Bekannter, beziehungsweise der Ramirez war ja auch immer bei den Vitus. Oder ist immer noch. Keine Ahnung, ob es diese Gang noch gibt. Und der hatte mich angerufen und um ein Gespräch gebeten, weil ich war der Einzige quasi von uns, den die irgendwie erreichen könnten. Und der Jax hat gesagt, ja, Mr. Ramirez wollte gerne mit Ihnen sprechen. Aufgrund dieser, naja, der hatte quasi ein bisschen Schiss aufgrund der Aussagen von Mr. Weiss, die mein Bruder und ich weiß nicht, wer noch gehört hat, dass wir jetzt denken, dass er uns da irgendwie verraten hat. Und das wollte er klarstellen, dass er damit nichts zu tun hat. Wir haben natürlich blöd getan und im Prinzip... Wir wussten nichts von der ganzen Sorkensache, damit er da nicht irgendwelche Infos bekommt. Aber im Prinzip wollte der nur quasi sicher gehen, dass wir nicht den Aussagen von Mr. Weiss glauben. Beziehungsweise die Leute, denen Mr. Weiss das gesagt hat, da unten in den Zellen. Ja, also sie wurden nicht von ihm direkt kontaktiert und man hat sie auch wahrscheinlich nicht zusammen gesehen, ja. Nee, sollte man nicht. Nun ja, dann gibt es doch keinen direkten Kontakt zu dem Mann. Im Grunde genommen gibt es zu niemandem wirklich so direkten Kontakt, nicht wahr? Ja. Und selbst wenn, es ist ein Telefonanruf. Das ist bei weitem kein Beweis für irgendwas. Tatwaffe ist weg. Tatkleidung ist weg. Ja, guten Abend, Miss Neres. Ja, guten Abend, Mr. Napier. Sie hatten angerufen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, durchaus. Wie geht es Ihnen? Och, na ja, soweit ganz gut. Haben Sie die Katastrophe weitestgehend gut überstanden, ja? Ja. Ich erhole mich langsam wieder. Ja, das ist doch gut zu hören. Wenn Sie bei irgendwas Hilfe benötigen diesbezüglich, sagen Sie gerne Bescheid. Das ist nett, danke. Nicht dafür. Ich hätte da eine Frage, und zwar, wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu Mr. Hill? Ich versuche ihn seit ein paar Tagen zu erreichen. Das war am Sonntag. Mr. Hill ist gerade sehr erkältet, der liegt im Bett.
Ah, ich verstehe. Ja, den hat stark die Grippe erwischt. Gut, alles klar. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich dachte, es wäre ihm vielleicht was Schlimmes passiert. Nein, nicht, dass ich wüsste. Also Sonntag war er bis auf die Schniefnase und den Husten eigentlich noch ganz gut. Munter. Wir hatten ja unsere Besprechung und danach ist er gleich wieder ins Bett gegangen. Ja, ausgezeichnet. Nun ja, dann hat es erstmal Zeit. Gesundheit geht natürlich vor. Ja, ich brauche den noch eine Weile. Ansonsten, bezüglich LSR, läuft dort alles wie gewohnt oder gibt es da irgendwelche Probleme? Naja, es muss sich jetzt alles erstmal wieder ein bisschen einlaufen nach den Hurricane-Schäden, aber wir haben es im Griff. Ja, ich verstehe. Gut, das klingt doch ausgezeichnet. Nun ja, also größtenteils war es eigentlich nur mein Wissen nach Mr. Hill und die Geschäfte von LSR. Solange er nicht da ist, nehme ich an, dass Sie im Grunde genommen Ansprechpartnerin sind dort, nicht wahr? Soweit das in meiner Macht liegt, ja. Wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie mich dann halt. Ja, sollte es darüber hinaus irgendwelche Probleme geben, dann können Sie mich ebenfalls kontaktieren. Ich bin mittlerweile von Mr. Pacino die Vertretung bezüglich Los Santos Investment. Ah, okay, gut zu wissen. Ja, gut, dann weiß ich Bescheid. Wenn da irgendwas ist, kann man sich an Sie wenden. Okay. Ja, durchaus. Gut, alles klar. Mr. Hill weiß das aber auch schon, ne? Ja, durchaus. Ja, okay, gut. Ja, dann ist alles klar. Sehr schön. Dann noch einen angenehmen Abend. Wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiederhören. Wiederhören. Also theoretisch gesehen kann es keine Razzia oder sonst was hier geben. Also wenn da irgendwas auf uns zukommen sollte und wir für Dinge beschuldigt werden, mit denen wir offensichtlich nichts zu tun haben, dann müssen wir uns andere Konsequenzen für diese Leute ausdenken. Ja, denke auch, also wir haben sehr schnell sauber gearbeitet, also das kann nur Gehirnspinster sein vom LSPD. Das muss Zufall gewesen sein. Ja, anders kann ich es mir auch nicht erklären. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Geschäftspartner, der uns die Miss Orkin ausgeliefert hat, irgendwie verraten hat oder sowas. Wüsste er dann, was ihm blüht, dementsprechend. Ja. Ja, es gibt aber andere Neuigkeiten, Mr. Napier. Die könnten sehr, sehr, sehr interessant sein. Aber da ist Vargas eher ein Thema. Was er erfahren hat. Du meinst die Sache mit gestern, ja? Ja, was du von unseren mexikanischen Freunden erfahren hast. Und ach so, ja. Das geschlossene Bild jetzt im Hinblick auf Caesar. Nun, es hat sich jetzt gestern herausgestellt und auch bestätigt, dass die Inhaber, also in dem Fall die Mason sowie Caesar, die Auftraggeber für Sharpie sind, das wussten wir ja bereits. Aber sie sind nicht nur die Auftraggeber, sondern sind auch die Spielzeuge verkaufen. Und damit meine ich nicht nur unsere Spielzeuge, sondern auch die von Mr. Obispo und wie heißt der andere? Von den Schleusern. Und das hat den beiden Gentlemen gar nicht gefallen. Die werden sich Mr. Caesar und Mr. Mason vornehmen. Nochmal, also weshalb nehmen die sich jetzt Mr. Caesar und Mr. Mason vor? Weil die Waffen verkaufen, Krawatten, Messer, Schlagring, alles. Die komplette Palette. Und die machen auch die Aufträge für Sharpie zum Beispiel. In Harmony, den die Lackiererei überfallen. Sharpie hat ja Interesse zum Beispiel auch überhaupt an die Human Labs. Da wird mit Sicherheit auch Caesar und Mason darin stecken. Aber im Großen und Ganzen geht das die Leute von Übersee darum, dass
Den nicht gefällt, dass die Waffen verkaufen. Wie? Also. Aber das macht. Also, der wurde doch. Wir haben doch den Kontakt von dem bekommen, um bei den Waffen zu kaufen. Ja, fragen Sie mich, frag mich nicht. Wenig Sinn. Ja, aber frag mich nicht. Oder weil die was anderes aus den Schusswaffen verkauft haben. Das kann möglich sein, ich weiß es nicht. Ich habe da jetzt nicht. Also, weil die Waffen verkaufen würde gar keinen Sinn machen, weil. Die waren ja quasi oder sind. Ich meine, wir haben den Kontakt von dem Ocho bekommen. Das ist richtig. Der hat sich bei mir gemeldet, also. Aber der Kontakt wird nicht nochmal kommen. Wir machen das über Ocho und Obispo nach wie vor. Warum die beiden Gentlemen jetzt, also in dem Fall Ocho und Obispo, verärgert sind über Mason und Caesar, das kann ich nicht sagen. Ich habe nur gestern mitbekommen, dass denen das nicht gefallen hat, dass die im Waffengeschäft tätig sind. Vielleicht also haben die, in unserem Geschäft, oder? In allen Geschäften. Schusswaffen sowie Stichwaffen. Ja, und das haben die gesagt, das ist jetzt wichtig. Ich war ja nicht dabei, als wollte ich mich. Genau, es geht gesagt, um das. Dass sie auch mit unseren quasi in unserem Geschäft unterwegs waren. Ne? Das war ja die Schappi, genau. Das war sozusagen. Ja. Schappi ja, war die Mädelsmann. Den ganzen Kreis dann quasi zu diesem Chase schließen, ne? Genau. Schappi war nur das Mädelsmann und er hat das bezogen sozusagen von die PDM-Leute. Und Schabi hat die Kontakte dahingehend hergestellt. Ja, aber ich kann es Ihnen immer noch nicht sagen, ich blicke jetzt nicht durch. Also, ich auch nicht, Mr. Aber Sie haben noch mit denen gesprochen, oder nicht? Ja, richtig. Gehen Sie noch bei Miss Wirtz zu dem Sprachkurs? Ja. Sie hat mich gerade angerufen. Mhm. Sie also, wollte was von Ihnen, ich weiß nicht, um was es da geht. Ich verstehe. Also, sie haben sich mit denen getroffen, ja. Und die haben gesagt, dass die ein Problem haben, dass die Waffen verticken. Die Leute, die sie uns vermittelt haben. Genau, ich hole einfach raus, das sind zwei Sätze mehr. Ich habe nämlich gestern mit Mr. Ocho getroffen, im Unicorn. Normal gesprochen, bezüglich den Krawatten bezahlt, die wir bestellt haben und so weiter. Und dann kam Mr. Chase hinzu. Die Ocho und Mr. Chase kennen sich auch. Und Mr. Chase kam zu mir und sagte, Mr. Farkash, ich habe hier eine Information für Sie, die Sie interessiert, wer Waffen verkauft. Mr. Ocho fragte daraufhin, was für Waffen, ob das jetzt eher in unsere Richtung geht oder ob das auch die Schusswaffen betrifft. Und Mr. Chase meinte, alles. Und dahingehend meinte Mr. Ocho, das klingt interessant, das Gespräch höre ich mir mit an. Hat mich gefragt, ob er kann dabei sein. Ich habe gesagt, ja, weil es die im Endeffekt ja auch betrifft. Und weil wir so Caesar und Mason einer Denkzeit können verpassen, nicht von unserer Seite. Dann meinte Mr. Chase, dass sozusagen unsere Sachen über Sharpie gelaufen sind. Sharpie ist der Mittelsmann für die Waffen gewesen. Er hat die Kontakte hergestellt. Er hat die Aufträge verteilt. Und Mr. Ocho meinte, dass er mit Mr. Obispo das Gespräch mit Caesar und mit Mason sucht, weil er das nicht für gut hält, dass die Waffen verkaufen. Mehr habe ich in dem Gespräch nicht entnommen und mehr wurde auch nicht gesagt von Obispo. Aber er war nicht, er klang nicht erfreut. Also im Grunde genommen haben sie ja diese ganzen Informationen, was Sharpie angeht und die Messerverkäufe von Mr. Chase bekommen, ja. Genau. Weil Sharpie sich da hat versprochen. Und die Leute vom PDM machen im Süden dahingehend auch Stress, zusammen mit Sharpie bei Mr. Chase. Die wollen deren Straße platt machen und einen Parkplatz hinmachen oder so. Da gibt es auch dahingehend Differenzen. Baumarkt. Das gefiel Mr. Ocho wiederum auch nicht. Aber das klären die, das ist ja nicht unsere Sache. Ja, aber dann haben wir die Bestätigung ja nicht von den Schleusern bekommen, sondern also von Mr. Chase und der hat uns das schon vor einer Woche erzählt. Genau, und jetzt hat er es bestätigt, weil Sharpie sich versprochen hat. Wann hat er sich versprochen? Vor 2 oder 3 Tagen. Ah. Genau. Ich müsste nachfragen, aber Mr. Chase ist untergetaucht nach der einer interessanten Aktion gestern. Ich weiß nicht, ob ich erreiche, Mr. Chase. Ja, die haben irgendeinen Kopf abgeknallt, so wie er das gestern gesagt hat. Im Süden. Ja, wirklich? Mhm. Das sind Jungs, die
So dumm es klingt, den drückt man eine Krawatte in die Hand, vielleicht $200-300 und sagt, macht mal, und die machen das. Die Frage nicht, die machen. Dumm wie Braut, aber zufällig ist es dumm wie Braut und haben keine Angst. Und des Weiteren habe ich gestern eine Erfahrung bringen können, wenn wir Papiere brauchen, Führerschein und Ausweise, könnten wir ebenfalls beziehen mit Anlaufzeit über die Schleuse. Ich habe nachgefragt für Mr. Vladovic, da er noch keinen Führerschein hat. Das sollte auch möglich sein. Da können Sie aber auch zur Not Mr. Hill kontaktieren von LSR, nicht wahr? Ja, aber Mr. Hill hat man oder trifft man genauso oft, wie man Herpes im Gesicht hat in letzter Zeit, Mr. Napier. Sehr selten. Ja, ich habe gerade die Information bekommen, dass er krank sein soll. Ich hoffe doch nicht Ernstes. Und da ich keinen weiteren Kontakt hatte, hatte ich einfach mal nachgefragt auf gut Glück. Und wir hatten Glück. Also dann hätten wir halt zwei Quellen, wo man könnte ansetzen wegen Papiere. Ja, ich verstehe. Also hat Mr. Also gut, okay. Diese Informationen von Caesar und Mr. Mason sind ja nicht zwangsläufig neu. Allerdings genau. Hat Mr. Sharpie dies anscheinend vor 3 Tagen bei Mr. Chase nochmal bestätigt. Und das ungefähr, hat er so gesagt. Plus minus, ja. Plus minus. Vor ein paar Tagen hat er gesagt. Ob ein paar Tagen können ja 3, 4, 2 Tage sein. Ich weiß es nicht genau. Was mir aber gerade in den Sinn kam, was vielleicht möglich ist, warum Obispo und Ocho das Gespräch mit Caesar und mit Mason suchen, ist, das sind doch auch im Endeffekt noch Mittelsmänner, richtig? Die beziehen doch auch dann im Endeffekt nur für die Schleuse. Und so wie Chase hat geredet, wurde das, ich sage mal, einfach der erste Mal zuerst verkauft. Was die Krawatten anbetrifft. Vielleicht ist ja das, was Mr. Ocho und Mr. Obispo so quer in das Arsch schenkt. Und deswegen so verärgert sind. Dass er offensichtlich halt nach draußen halt wird posaunt. Wer dahinter steckt mit den Waffen? Ja. Haben Sie denen gesagt, dass Sie ebenfalls die Möglichkeit haben, diese Waffen zu verkaufen? Wenn man so unzufrieden mit Mr. Mason und Caesar ist. Ich hatte angesprochen, ja, und Mr. Obispo meinte zu mir, dahingehend werden wir keine Kontakte mehr bekommen, sondern es läuft nur noch über Obispo oder über Mr. Ocho, damit wir, also deren Herrschaft und wir, weiterhin das gute Verhältnis, was wir gerade wieder am Aufbauen sind, weit beibehalten und keine Missverständnisse bestehen. Wir werden sozusagen direkt von der Quelle immer beziehen. Ah, ich verstehe. Genau. Gut, okay. Also, haben Sie denn auch nochmals mit denen gesprochen bezüglich, dass Mr. Caesar und Mr. Mason sich in unser Business einmischen? Er hat es mitbekommen, ja. Er hat es gestern mitbekommen. Und dann gibt es noch einen dritten Spieler. Der Messe verkauft, aber das ist vielleicht ein kleines Wal, also kein großer Fisch. Aber Mr. Ocho hat da gemeint, das ist dann unsere Sache. Ein dritter Spieler, sagen Sie. Die Qualle wird da auch verkauft werden, aber für einen gewissen Preis. Weil sozusagen dann Mr. Chase seine Qualle preisgibt, also seinen Waffenhändler, was Hieb- und Stichwaffen angeht. Und er würde dann auf die Trockenen sitzen. Ich habe nicht angewähnt, dass er doch dann zu uns kommen kann. Das wollte ich nicht. Ja. Nicht zu dem Zeitpunkt. Aber seine Quelle könnte ja auch sein, dass es unser Lieferant ist, nicht wahr? Die Frage ist, ich habe extra gefragt, ob das einer aus dem Süden ist, weil soweit ich mitbekommen habe, wenn ich richtig auch zugehört habe, war das doch einer unten im Süden, was unsere Person betrifft. Oder lag ich da falsch? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, Ich bin mir gerade unsicher, inwiefern wir uns überhaupt darum kümmern sollen, wer hier irgendwie welche Messer verdeckt. Ja, das ist halt die Sache, die ich mir auch schon die ganze Zeit frage, weil man wird es wahrscheinlich in so einer großen Stadt nie verhindern können, und solange das niemand ist, der uns ernsthaft irgendwie ins Business ficken kann, sollten wir da vielleicht diese kleinen Fische gar nicht weiter beachten.
Ja, aber vielleicht kümmern sich auch einfach die da drum, die Messer verticken. Verstehen genau. Sie? Ja, ja. Die sollten sich ein bisschen weiter darum kümmern. Solange wir oder solange die noch was von uns abnehmen, sollte das uns eigentlich gar nicht interessieren. Solange quasi unser Fluss dadurch nicht beeinflusst wird, sollten wir uns da raushalten und sollten die sich drum kümmern, weil die wollen es ja im Endeffekt auch verkaufen. Genau. Ah. Bin ich voll bei Vukovic. Ich weiß schon, warum ich nie so eine Familienrunde hier mache. Und andere Geschäfte stehen auch an mit den Leuten von Übersee. Was mir natürlich sauer aufstößt, ist die Sache mit Caesar, aber das ist ja nochmal eine andere Sache. Es wurde zwar gefragt von Mr. Chase, weil Mr. Chase sucht die Leute von PDM, also den Mason und den Caesar. Der hat da eine Rechnung mit seinen Jungs zu begleichen, wo die sich aufhalten. Beim PDM trifft man die nicht an. Ich habe nicht erwähnt, dass die eine kleine Spielhöhle haben. Ah, warte mal. Wer wollte das wissen? Die Chase. Mexikaner? Nein, Chase, ja. Wollt ihr wissen, wo Caesar und Dings ist? Und Mason, ja. Weil die beiden, also Caesar und Mason, haben halt den Leuten von den Strawberry eine Ansage gemacht, so, dass die aufpassen sollen, sonst wird deren Straße zu einem Parkplatz umgebaut. Ja, genau. Genau. Und das lässt sich Chase nicht gefallen. Ja, such die. Ja, also entweder man kümmert sich selber darum oder wir schicken Mr. Chase dorthin, aber ich wüsste nicht, warum er für uns die Arbeit machen sollte. Nein, das sind zwei Paar Schuhe, Mr. Napier. Er hat seine Sache zu klären und wir haben die Sache mit Caesar zu klären. Ja, ja, ganz und genau. Die Schleuser haben auch noch irgendwas mit Caesar zu klären. Und die Schleuser auch. Geht ja. Arsch von Caesar. Ich mache ihm Platz, Mr. Napier. Okay. Den geht wirklich das Arsch auf die Kletter ist. Den geht aber richtig die Flitzpi. Da, ich sag's euch, den geht aber jetzt richtig der Arsch auf Grundeis. Ja. Mann, sind wir wütend. Oh Mann, ey. Aber ich wüsste nicht, du hast gestern nichts gesagt, was die Nähe betrifft. Das mit Mr. Malone oder mit Mr. Napier? Ah, ich hab noch was, Mr. Napier. Ja, mit Mr. Malone. Komm mal nicht durch. Scheiß drauf, ich geh so. Machen Sie erstmal die Platz für den Mr. Napier. Yeah. Ich hab noch was. Was interessant ist, Mr. Chase kennt Miss Lucy und er weiß, dass sie sich in Vespucci raufhält. Die kennen sich aus den Pressen. Und er ist dahin angewiesen, dass er, wenn er sie doch mal trifft, dass er bei uns, in dem Fall bei mir, ich weiß nicht, ob Vukovic hat die Telefonnummer, ja, mal bitte, okay, durchruft. Die kennen sich und haben ein ganz normales Verhältnis miteinander. Genauso ist Mr. Ojo und Mr. Obispo. Die wissen auch, dass die Lucy. Ja, nicht gesucht, aber dass wir die Lucy suchen. Die halten sich ebenfalls Augen auf und Ohren. Achso, da sollten Sie aber mal auf Easy News gucken. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mitbekommen haben. Auf irgendeiner Party wurde wohl auch eine von irgendwelchen Damen, die geflüchtet sein sollen, mit einem, wie war es da? Mit einem Rettungsschuss ausgeschaltet, eliminiert, was auch immer. Verbrecherin auf Party gefasst. Ist der Artikel. Und witzigerweise habe ich gestern jemanden auf der Straße getroffen, eine Dame, die dort zugegen war, beziehungsweise war auf der Party eingeladen, stand aber nur davor und die war durch den Wind und meint, die Polizei ist sehr rigoros. Die ist wohl erst halt ein paar Tagen hier und hat schon sehr viele negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht, war unter anderem auch, wie gesagt, da bei der Party und hat das alles so am Rande mitbekommen, dass da wohl auf die Dame geschossen wurde. Frei erfundene Darstellung.
um wen es geht. Und das war nämlich eigentlich der Grund, warum ich dann so nachgefragt habe bei der Dame. Konnte sie mir auch nicht sagen. Sie sieht aus wie ich, mit der Augenklappe. Was ist da los? Die Verbrecherin gewesen sein solle. Und ja, ob die festgenommen wurde, überlebt wurde. Ich wollte natürlich herausfinden, ob sich das vielleicht um diese Lucy da handelt. Aber dazu haben wir keinerlei Informationen. Also grundsätzlich ist es so, dass 6 von 8 Häftlingen gefasst wurden. Miss Blair und Travis, nochmal, was ist noch unterwegs? Woher weißt du das? Venture. Das ist so. Ja, da sind ganz viele Neuigkeiten. Es gibt jetzt irgendwie was wegen dem Metzger steht hier und wegen dem neuen Wettbüro oder irgendwie dergleichen. Was für eine Metzger? Vor genau einem Jahr, 21.09, veröffentlicht wir einen Artikel, in dem es um den selbsternannten Metzger von Los Santos ging. Ja, wirklich, ist da was abgedruckt worden. Ja, dieser weit nach wie vor unter uns. Den vollständigen Artikel finden Sie ab sofort auf unserer Homepage. Wie kommen die denn darauf, dass er noch unter uns weit? Gab's da nochmal was oder was? Ja. Welcher Metzger? Meinen Sie, der ist wieder in Erscheinung getreten? Ja, ich hoffe nicht, Mr. Napier. Also, vielleicht schon, der macht da eigentlich nur Gutes, der Metzger. Ja. Ist das nicht so, sowas wie die Fleisch macht, die Metzger? Ist das sowas? Genau, sowas in der Art, Mr. Ja. Mr. Farkas, schlagen Sie doch mal auf und lesen Sie vor den Artikel. Aventura und dann? Direkt bei Visa News, ja, oder? Ja, Visa News. Der Metzger ja, von Los Santos ist immer noch unter uns. Lies mal vor, ja. Ja, da sind wir morgen fertig bei das große Artikel. Vor genau einem Jahr, an die 21.09.2020, veröffentlichten wir einen Artikel, um den es um den selbsternannten Metzger von Los Santos ging. Dieser weilt nach wie vor unter uns. Es ist nun genau ein Jahr her, dass unsere ehemalige Verlagschefin Harley Casey den Artikel der Metzger von Los Santos veröffentlichte, nachdem sie einen anonymen Anruf erhielt. Aber nicht nur der Artikel erschien genau ein Jahr später. So wie Casey erhielt Visa News wieder einen anonymen Anruf, welcher ebenfalls in der Nacht von den 16. auf den 17. einging. Damals berichtete der selbstgenannte Metzger von Los Santos, dass er sich entschlossen hätte, von Los Santos Police Department bei der Bekämpfung der zu diesem Zeitpunkt häufigen Räubüberfälle in Vinewood zu helfen. Er versicherte Casey, dass er sich um das Problem gekümmert hätte und informierte sie, dass der Beweis dafür in einem Wagen in die Alamosee läge. Der Wagen konnte gefunden werden und es befanden sich 3 zerstückelte Leichen in dessen Kofferraum. Scheiße, der Mann gefällt mich. Schon damals wies der Metzger darauf hin, sollten sie jemals versuchen, sich in Los Santos an hilflosen Bürgern zu vergreifen, ereilen diese das gleiche Schicksal. Diese Märchenstunde. Immer noch unter uns. Nach nun genau einem Jahr erhält Visa News erneut einen anonymen Anruf. Der Anrufer fing an, über den alten Artikel von Harley Casey zu reden. Leute hätten damals versucht, sich die Stadt außerhalb des Gesetzes zu eigen zu machen. Gerade während der Katastrophe rund um den Hurrikan wollte er verdeutlichen, dass der Artikel von damals auch noch heute gelten würde. Jeder Plunderer und jeder Kriminelle sollte gewarnt sein, dass dieser zerstückelt in irgendeinem Wagen und begraben in einem See enden würde. Sollte sich dieser an unschuldigen Bürgern vergreifen. Dies würde besonders für Weinwood gelten. Stellungnahme des Idiotenverhaufens LSPDs. Die Crème de la Crème, Walter Weiss, äußerte sich gegenüber Visa News folgende Stellungnahme. Das LSPD lehnt jegliche Art und Weise dieser Selbstjustiz ab. Wir sind zu 100% dem Gesetz treu und daran, der ist lustig, der Satz, und daran sollte sich jeder Bürger halten. Das Ermorden von Leuten, auch von Verbrechern, ist eine absolute Schandtat und wird ebenso sanktioniert und bestraft wie die Straftäter an sich. Weiss plädierte anschließend, dass der Täter sich mit seinen Taten auf eine Stufe mit denen begeben wurde, welche er selbst bekämpfen musste
und betonte zudem, dass niemand den Tod verdient. Visenius konnte zudem in Erfahrung bringen, dass er seit dem Fund der Leichen in Alamosi, zumindest nach Wissensstand des Chiefs, keine weiteren Falle gegeben haben soll, welche in der Saat Musker-Metzger gepasst hatten. Weitere Einzelheiten zum Ermittlungsstand wurden bisher nicht preisgegeben. LG, ist das nicht Handyfirma? LG. Oder was ist die LG? Also eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht, weil dass der Metzger so lange nicht zugeschlagen hat. Mr. Napier, finden Sie nicht auch? Ja, tatsächlich sehr bedauerlich. Wobei wer weiß, wofür er alles verantwortlich gewesen ist bisher in aller Zeit. Stimmt. Kennen Sie irgendwie raus? Ich meine, Sie hat dann auch mal die Burger gemacht, Mr. Napier. Sie kennen ihn sehr gut. Haben Sie da die... Ist ein enger Freund von uns quasi. Sagen Sie, gibt es diese Haley Casey noch oder ist sie tot? Wenn uns schon Ewigkeit nichts mehr von ihr gehört. Vielleicht ging sie ja, als Mr. Santana von uns ging. Ja, das kann natürlich sein. Naja. Interessante Gentleman. Klingt auf alle Fälle so. Ja, vielleicht werden Sie ja eines Tages diesen ominösen Mann kennenlernen, Mr. Farkas. Ich bin gespannt. Ich kann Ihnen nur empfehlen, nicht seine Burger zu essen. Das, Kontext gerade erschließt sich mir nicht. Ich dachte, das ist ein Mann, der auf die Weingut passt auf. Egal. Interessante Geschichte auf alle Fälle. Ja, durchaus. Wirklich sehr unterhaltsam. Achso, Frau Wirtze hat noch was wegen die Kabarett, um mit Ihnen zu besprechen. Ja, ganz genau. Ich glaube, morgen wird die Bank einen Termin haben. Ja. Gentlemen, ich denke, ich werde mich jetzt ins Bett verabschieden. Ich habe echt scheiße gepennt. Deswegen werde ich heute ein bisschen früher, dafür morgen ein bisschen später. Was, später kommst du morgen aus dem Apartment, oder? Nee, später gehe ich morgen früher rein. Okay. Achso. Ja, dann kann ich nicht reden? Sehen wir uns morgen. Die Verbindung ist ganz schlecht. Oh, doch nicht, jetzt höre ich sie. Ja, hallo. Wie geht es Ihnen? Oh, mir geht's supi. Ich hatte einen sehr schönen Urlaub in der Schweiz. Ja, wirklich. Und, haben Sie die Berge genossen dort, ja. Ja, die frische Luft. Hab zwar aber auch die Stadt vermisst, aber trotzdem war es mal ganz schön rauszukommen. Haben Sie den Hurricane gut überstanden? Ja, tatsächlich. Sehr gut. Ja, es gab ja auch Sicherheitsdinger und so. Da war man ja eigentlich recht sicher, denke ich mal. Aber ich war trotzdem froh, dass ich außer Landes war. Nun, das kann ich mir vorstellen. Also ein Zuckerschleck war es auf jeden Fall nicht, Miss Words. Nee, das glaube ich. Nee, ich bin froh, dass ich sicher war und mein Freund sicher war und alle sicher waren. Mich gestern auch erstmal durchtelefoniert. Aber es haben alle gut überstanden. Niemand ist gestorben. Das ist doch schon mal ein positives Erlebnis. Ja, durchaus. Sie hat mir geschrieben, dass etwas mit der Bank gewesen sei, ja. Ja, genau. Die hatten mich über die Leitstelle angerufen und die meinten zu mir, dass sie einen Termin mit denen hätten. Gestern um 21 Uhr. Aber die haben schon um 20.30 Uhr angerufen, dass sie den Termin gerne auf morgen verschieben würden. Ich habe gemeint, dass es ihnen vielleicht nicht passt, dass ich das aber trotzdem weiterreiche. Sie dann sich gegebenenfalls, beziehungsweise heute haben sie selbst gesagt, sie sind nicht erreichbar, keine Ahnung. Irgendwie meinte er, es geht auch Donnerstag oder Freitag, einfach, dass nochmal ein neuer Termin abgesprochen wird. Ja, also im besten Fall wäre Freitag. Donnerstag bin ich nicht da. Okay.
Und morgen höchstwahrscheinlich auch nicht. Aber ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Okay, nee, das ist ja kein Problem. Man muss ja auch mal sich Tage Ruhe nehmen, ne? Ja, so könnte man es auch bezeichnen. Ja, okay. Ich wollte aber auch noch was anderes. Ich weiß nicht, es kommt jetzt am Telefon voll kacke rüber. Wie das aussieht, ob ich eventuell mehr Rechte bekommen könnte, weil das immer ein bisschen blöd ist, wenn ich Sachen abklären muss mit dem DOL oder so und ich immer auf mir erwarten muss oder mir erreichen muss, weil mir ist zum Beispiel diese Woche auch nur eingeschränkt erreichbar und wenn ich dann immer auf sie oder auf mir erwarten muss, das ist dann immer ein bisschen doof. Rechte. Ja, was für Rechte benötigen Sie denn, Miss Wells? Ich weiß nicht, je nachdem, ich weiß ja nicht, was man für Rechte braucht, dass ich beim DOL Auskunft bekommen kann und so. So viele oder, Zeugen. Ja. Naja, Dinge machen, ich weiß auch nicht. Also es ging jetzt zum Beispiel hauptsächlich um so eine Auskunft wie, ob man oben in diesem Hotel, wo ich auch immer nochmal hin muss, obwohl ich keine Ahnung habe, wo das ist, ob man da diese Veranstaltung machen kann, diese Halloween-Veranstaltung. Hä? Da können Sie übrigens gerne, wenn Sie Zeit haben, warum muss sie denn dafür? Oder so, sich gerne mal die Theaterstücke durchlesen, die ich geschrieben habe. Ich habe jetzt das Horrorstück geschrieben, dann habe ich das Club 27-Stück geschrieben. Wo haben Sie das denn hingestellt? Auf den Mail-Account vom Varieté. Ich kann Ihnen das uns aber auch nochmal auf Ihren persönlichen Account schicken. Ja, auf den privaten wäre am besten. Sie hatten mir mal die Daten geschickt, nicht wahr? Ja. Ja, passen Sie bei sowas auf. Sowas am besten nicht übers Telefon machen. Okay. Ja, nee, genau. Also für den Raid, ich habe insgesamt immer in der Flugzeit über 20 Seiten geschrieben. Also ich denke, wir sind erstmal ausgestattet mit Theaterstücken. Ich habe auch eins geschrieben, wo nur Eddie und ich mitspielen, wenn ich Eddie mal erreiche. Ja, deswegen, das wird, glaube ich, ganz cool. Ausgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass im Oktober das Stück stattfindet, nicht wahr? Das nächste Woche meinen Sie, ja? Sehr schön. Ja, da sind wir auch gut, schon. Okay. Und Sie benötigen, Sie sind doch angestellt im Kabarett, ja. Und Sie... Ja, aber ich kriege keine Auskunft, wenn ich, weil ich ja nur Angestellte bin. Das hat das DOL gesagt, ja. Ja. Ja, begeistert. Ja, war ich auch, das glauben Sie mal. Also was sind Sie denn hinterlegt als Angestellte? Ich bin angestellt, Moment, ich schaue im RDP. Ich meine, wenn bei denen steht, dass die Hausmeisterin sind, dann kann ich es noch verstehen. Assistent. Aber ja, als Assistentin und, können Sie da keine Informationen ranholen, ja. Und Joe, Mia und Sie sind CEO. Was eigentlich auch keinen Sinn ergibt. Wir müssen unbedingt das RDP mal überarbeiten. Das ist ja irgendwie ein bisschen muddelig hier alles. Wir haben auch immer noch kein Stempelsystem und so, da müssten wir uns vielleicht auch mal dann drum kümmern in Ruhe, wie man das jetzt macht mit den Gehältern und so. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist. Vielleicht haben Sie da ja irgendwie einen Anwalt an der Hand, mit dem Sie das besprechen können. Nicht, dass wir da irgendwann mal Probleme kriegen mit dem DOL. Ja, Mr. Goldbaum könnte dies einrichten. Ja, den kenne ich nicht, aber wenn Sie sagen, dass er das könnte, dann kann er das bestimmt. Also er könnte uns bei rechtlichen Dingen weiterhelfen. Dieses Stempelsystem. Okay. Ja, ich weiß ja nicht, wie man es dann am klügsten macht oder ob diese Künstlerverträge ausreichen. Das kenne ich mich nie mit aus. Nun ja, wir haben ja im Grunde genommen keine festen Angestellte. Außer Sie, Miss Haynes und Miss... Miss Davis. Wobei Miss Haynes könnten wir da eigentlich auch aktuell rauslassen, weil, naja, sie glänzte ja mit Abwesenheit. Ja, schon seit fast 3 Monaten hier. Ne, 2, okay. Gut, okay. Also brauchen ja nur Sie beide einen Vertrag, ja. Ja, prinzipiell schon. Gut, okay. Sie haben ja die Blanko-Verträge, oder nicht? Mir bestimmt, ich nicht. Ich
Sache, es ist irgendwie alles ein bisschen. Ja, also Sie haben keinen Zugriff auf das. Sie haben doch Zugriff auf die auf das E-Mail, oder nicht? Auf die E-Mail? Ja. Ja, da sollte doch alles hinterlegt sein, oder nicht? Ich meine nicht, ich gucke aber gerne nochmal nach. Ich habe mich da jetzt noch nicht hundertprozentig durchgefuchst. Ich gucke mir das nochmal an und sonst sage ich nochmal Bescheid, wenn da was nicht sein sollte oder so. Ja, kein Problem. Ansonsten werde ich mich mit dieser E-Mail auch nochmal auseinandersetzen. Mhm, okay. Na gut, nee, das war alles. Also wie gesagt, nur, dass ich beim DOL da halt... Ich kenn's so, das kann natürlich auch sein, dass ich einen falschen Mitarbeiter oder der Mitarbeiter hatte schlechte Laune oder so. Ich merke mir natürlich auch wie immer keine Namen, aber ja. Gut, okay. Ich werde das DOL anrufen und dort Bescheid geben. Okay, sehr gut. Können Sie mir beschreiben ungefähr, wo dieses alte Hotel liegt? Weil ich wollte mir das nachher mal angucken. Ist doch eigentlich relativ sicher, da mal eben hochzufahren, oder? Da wird ja niemand sein, denke ich mal. Nun, es müsste ja in Sandy Shores sein, nicht wahr? Ich glaube schon. Also Mia meinte irgendwo Sandy Shores, aber ich weiß natürlich nicht, wo genau. Bräuchte nur eine grobe Richtung. Nun, es ist ungefähr da, wenn Sie... Es geht eigentlich westlich vom Sheriff-Büro weg. Wenn Sie dort die normale Straße entlang fahren, dann sollte es irgendwann auch Ihnen entgegenkommen. Oh, sehr gut. Ja, dann werde ich da nachher mal hinfahren. Hier, ne? Einen kleinen Gruselausflug machen. Vielleicht kriege ich ja noch mal Inspiration. Ja, durchaus. Okay, dann schicke ich Ihnen jetzt sofort gleich noch die Stücke, die ich bis jetzt geschrieben habe. Und dann können Sie sich mal einen Überblick verschaffen, was noch so kommt. Und ansonsten wäre es das eigentlich schon wieder von mir. Außer Sie haben noch irgendwas. Vor meinem Urlaub meinten Sie ja, dass Sie sich nochmal zusammensetzen wollten. Aber ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Nun vorerst nicht, nein. Okay, nee, das ist super. Gut, alles klar. Will ich Sie auch gar nicht mehr abhalten. Der Attila meinte schon zu mir, dass Sie gleich irgendwie einen großen Termin haben oder so. Dann ganz viel essen und trinken, damit Sie nicht Kopfschmerzen kriegen von diesem ganzen Büro, bla bla. Und, nö, dann ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und, ja. Ja, ebenfalls. Sie haben immer noch diese Treffen mit Mr. Farkas, nicht wahr? Ja, also wir hatten jetzt ein Treffen, die anderen hat er alle abgesagt. So eine kleine treulose Tomate, muss ich sagen. Aber ja, heute hätten wir theoretisch noch eins, wenn er Zeit hat. Ja, ich verstehe. Ansonsten holen Sie doch beim nächsten Mal einfach die Rohrpeitsche raus. Oh ja, das kann ich. Das glauben Sie aber, Mann. Ich kann auch eine ganz andere Seite aufziehen. Ja, sehr schön. Sollte es dazu kommen, wird noch ein wenig oben drauf gepackt. Sagen Sie, was hat denn nochmal Mr. Pacino zu Ihnen gesagt bezüglich der Bezahlung? $500. Die Stunde. Ja, dann machen wir es doch so. Wenn Sie ihn in dieser Stunde etwas härter rannehmen, dann verdoppeln wir das einfach. Na gut. Ja, das kriege ich hin. Gut, alles klar. Dann noch einen angenehmen Abend. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Auf Wiederhören. Im Informationsaustausch stehen. Ja, ja, kann ich verstehen. Gut, es kann sein, dass Miss Wirth Sie gleich anruft, Miss Erfolgreich. Sie wollte sich nochmals mit Ihnen treffen. Okay. Na, lassen Sie mich raten. Ich gehe jetzt zur Übung des Lippenflatterns. Nun ja, sie hatte da irgendwie neue Übungen, die sie in der Schweiz kennengelernt hat. Um Gottes Willen, Gott bewahre. Ich fange jetzt schon an, meine Lippen zu greisen wie eine scheiß Spaghetti im Mund und hören Sie mir auf. Ich will nicht wissen, was die Schweizer alle noch für Techniken haben. Nun ja, die sprechen ja oftmals so seltsam, nicht wahr? Vielleicht kommt es ja auch daher, dass sie dann vielleicht noch bessere Hilfe bekommen. Ich glaube, wenn es einer wissen muss, dann die Schweizer oder nicht. Gute Sinn. Ja. Nein, ich bin gespannt. Nicht, dass ich komme mit einer
Schweizer Dialektzurück oder so. Gegen ein Taschenmesser aus die Schweiz hätte ich keine Einwände, aber nicht eine Dialekt. Ich meine, ich habe so schon eine Kurve in die Sätze. Naja, das wird schon. Und Mr. Vukovic ist jetzt weg, ja. Da merke ich direkt an, Frau Doi wird morgen Abend ausreisen, 22 Uhr. Da, ausreisen? Ja, sie fliegt zurück zu die Irland. Und Ivo, also Mr. Vukovic Junior, wird wohl alle zwei Wochenende, ich weiß nicht, Vlado, aber jetzt zwei Wochenenden oder jedes Wochenende, aber sie auch besuchen weiterhin in die Irland. Er wird nach Irland fliegen alle zwei Wochen. Ach, über die Wochenende hat er erwähnt. Um Himmels Willen, besorgen Sie ihm einen von den Noten oder sowas, aber lassen Sie ihn doch nicht für eine Dame nach Irland fliegen. Nun, tatsächlich haben wir 16 Tänzerinnen jetzt, also hat die breite Auswahl. Wie können Sie sich das vorstellen, Mr. Vukovic? Ihr Bruder irgendwo mitten auf seiner Weide mit den ganzen Schafen in Irland. Und die Kühe. Sagen Sie ihm zwei Übergewichtige, das sollte ausreichen. Übergewichtig, was ist aus die Unicorn? Das ist Ivos Geschmack. Ach so, ja. Damit ich kann leider nicht dienen. Die Damen bei uns springen von Wasserstrahl zu Wasserstrahl beim Duschen. Da ist nicht viel dran. Ja. Yeah. Kommen Sie vielleicht an Miss Oakley dran? Oh, das wird eine Lebensaufgabe, Mr. Napier. Sie hat doch so eine kleine Abneigung gegen das Unicorn. Miss Oakley an der Stange. Ha. Huh. Ja, dann nehmen Sie einfach einen von den Damen. Ich meine, bei Mr. Oakley müssen Sie ja vor alles Angst haben. Ich glaube, die frisst Mr. Vukovic nachher auf oder so. Ja, da bleibt nicht viel übrig nach einer Nacht mit Mr. Oakley. Gehe ich davon aus, aber es ist Vuko. Ja. Wer weiß, vielleicht war sie auch schuld, warum Mr. Tjerno so durchgedreht ist. Jetzt verstehe ich den Satz, den man öfters hört hier. Das Gehirn rausgevogelt. Nun ja, Mr. Terror sagt immer, dass er sowas auf wie Face-Setting stehen würde. Das ist das, wenn du drückst die Arsch in die Gesicht, ja? So eine Teebeutel-Ding. Um Gottes Willen. Das erklärt so einiges bei Mr. Tschernobyl. Gott hab ihn selig. Ja, schweigen so alle. Ja, ich habe mir gerade... Nein, lass... Ja, ich wollte gerade fragen. Sie haben alle gerade bildlich drüber nachgedacht, nicht wahr? Ja, haben wir bitte irgendwas zu tun, Mr. Napier? Raus auf Lippen flattern oder irgendwelche Muddys in meinem Gesicht kleben? Nun, ja, irgendwelche Lustleute abknallen oder auf die Fresse hauen, irgendwas? Nun, ja, wir haben ja die Möglichkeit, theoretisch, nicht wahr? Ja. Oben im Norden, da arbeitet doch einer von denen. Irgendein Mr. Jack. Ja, bei die Mangold und Söhne. Ja, richtig. Könnt ihr mal nachschauen. Im Übrigen haben sie... Hat Vukovic angesprochen, wegen die Club an die Dings, die Tschernobyl hatte. Ist da schon was bei rumgekommen? Nein, bisher noch nicht. Da erinnern Sie mich an eine wichtigere Sache. Haben Sie mit den Herrschaften von Übersee über die Schusswaffe gesprochen, die in Washington verwendet wurde? Ja, definitiv habe ich angesprochen. Und dahingehend sind die ja gesessen drauf, Mr. Kane in die Hände zu kriegen. Also den alten Popmeier. Ja, dann machen wir es so. Passen Sie auf. Sie machen einen Termin mit denen und dann fragen Sie, wann die genau können. Und die sollen natürlich auch alles vorbereiten, weitestgehend. Also die wollen ihn ja einpacken wahrscheinlich. Wir können Folgendes tun. Mhm. Ich werde mich mit Mr. Popmeier oder Mr. Kane halt im Vinewood-Kabarett treffen. Mhm. Ich werde ihm sagen, ich habe neue Informationen für ihn. Er wird höchstwahrscheinlich mit noch einem kommen. Mr. Belinsky ist aktuell sein Partner. Zumindest in dem Fall. Das heißt, wenn die aus dem Italy rausgehen, aus dem Kabarett, meinen Sie? Ja, aus dem Kabarett. Dann kann passieren, was will. Ist eine
Sehr gute Idee, aber nach dem Vorfall von gestern und nach dem Kopfaufkommen gestern und hier an die Italy mit Mr. Stark, würde ich tatsächlich, das ist meine Meinung, ein paar Tage dahingehend noch in die Land streichen lassen. Die Cops sind momentan etwas angepisst. Ja, ich würde es machen. Wir haben eigentlich von den Cops her nicht allzu viel zu befürchten. Und außerdem ist es ja eine Sache zwischen den Schleusern. Und wenn die nachher ein paar Cops töten, naja, also uns passt es auf jeden Fall in den Kram rein. Gut, dann also, stelle ich den. Sie können ja zumindest nachfragen, wann die Leute irgendwie Zeit haben dafür. Mhm, das kann ich machen, kein Problem. Gut, also eine Sache habe ich tatsächlich noch. Ich weiß nicht, ob das für Relevanz ist, aber ich hatte ja vorhin erwähnt, dass Mr. Mason und Caesar die Differenz mit Chase und seinen Leuten haben. Dass sie doch wollen einen Parkplatz machen. Das Ganze ist so weit schon geschaukelt, dass die beiden schon, also Mason und Caesar, auf Mr. Chase haben geschossen und ihn auch getroffen. Das Ganze ist noch nicht vom Tisch, im Gegenteil. Also die Arsch und die PDM-Leute gehen gut auf die Glatteis. Vielleicht können wir da ja eine gemeinsame Sache draus machen, eventuell. Mhm. Aber noch nichts in Stallmeißeln. Wir behalten das beim Hinterkopf. Ansonsten werden wir die Tage uns selber um Mr. Mason und Mr. Caesar kümmern. Aber Gut. Wir sollten mal, also ganz genau, Sache mit den Schleusern, besprechen Sie, wann die Zeit haben. Das ist wichtig. Das sollten wir nicht allzu lange schleifen lassen. Sind Sie morgen, möchten Sie bei dem Gespräch dabei sein oder soll ich die Wuku mitnehmen, die Kleine? Also Kleine, Junge, Große. Wen denn jetzt? Ja, also ich meine jetzt, ja. Ich würde jetzt anrufen und fragen, wie die haben Zeit. Ich gehe stark davon aus, dass das Gespräch morgen bitte stattfinden. Das ist mein Bauchgefühl. Ja, rufen Sie doch einfach an und fragen Sie. Ich hatte heute so oder so noch eine Telefonat bezüglich die Führerschein für Mr. Vladovic. Nimm das Telefon in die Hand, hält es an die Stirn. Nun, ich glaube, laut meinem Bauchgefühl könnte es sein, dass sie morgen erst Zeit haben. Okay, Mr. Ocho scheint nicht ranzugehen. Im Übrigen, Mr. Ocho und Mr. Obispo, die zwei Gentlemen, mit denen Mr. Vukovic oder ich uns unterhalten, sind nicht die, wie sagt man, Entscheidungsträger. Die geben es weiter. Ein Mr. Nestor entscheidet. was gemacht wird. Und dahin gehen auch die ganzen Informationen. Gut, gucken wir, ob der Mr. Obispo ist erreichbar. Ja, schönen guten Abend, Mr. Obispo. Sagen Sie, hätten Sie Zeit für ein Gespräch? Okay, dann machen wir das so. Das klingt nach einem Plan, alles klar. Dann bis später. Bis später. Okay, hat Mr. Obispo momentan keine Zeit. Meldet sich später und Mr. Ocho ist nicht erreichbar. Ja, ich verstehe. Je nachdem treffen Sie beide sich dann mit ihm. Und Donnerstag kann ich nicht. Ja gut, ich denke, das Gespräch bekomme ich ja. Oder bekommen wir auch ohne Sie hin. Das ist ja kein Problem. Anweisungen gibt es und die werden umgesetzt. Fertig. Ja, es geht um den Termin. Wegen Mr. Kane. Also Donnerstag könnte ich es nicht einrichten. Dann lieber Freitag oder Sonntag, ja? Ja, peilen wir mal den Freitag an. Freitag, gut. Ja, wir fragen einfach nach zwei Terminen, weil es einen nicht geht, dass der andere dann klappt, denn Mr. Kane muss ja auch Zeit haben. Dass sie da noch einen Alternativzeitpunkt haben, genau. Dass sie sich auch am besten auch spontan bereithalten oder so. Gut, okay. Lassen Sie uns kurz rübergehen, ich werde dort auf die Örtlichkeiten gehen. Es sei denn, Sie haben gerade noch irgendwas. Nein, ich habe soweit nicht. Das Unicorn haben Sie von uns mitbekommen, das läuft. Und sonst mehr Informationen, ich habe nicht. Ja, dann
Also, Mr. Malone, hat ihn jemand gesehen? Ich habe seit 3 Tagen nicht gesehen, Mr. Malone. Nein, er war nicht erreichbar. Und ich glaube, er ist morgen wieder erreichbar. Er hat mir eine Nachricht geschickt. Ach, okay, gut, gut. Übrigens haben wir jetzt die Karte vom Afrodonis, Mr. Napier, ja, falls wir was brauchen. Von Mr. Pellegrini bekommen, ja. Genau, ja. Habe ich ihn gefragt. Er lässt sie grüßen im Übrigen. Aber gestern etwas unterwegs. Ja, hat er gesagt, wann er zugegen sein könnte? Eigentlich täglich, aber es ist halt so eine 50-50 Chance. Ja, ich verstehe. Und Mr. Pacino lässt grüßen. Er war ja bei den Italien unten. Bei Mr. Pacino. Oh, das wird er Ihnen selber erzählen dann. Ja, ausgezeichnet. Gut, okay. Ach so, stimmt. Sie kennen Miss Maxwell, nicht wahr? Ja, durch die Storage-Sache mit den Lagerräumen, ja. Ja, dann machen wir es doch wie folgt. Rufen Sie diese Dame doch an. Ich weiß nicht, ob ich habe eine Nummer, ich schaue. Weil wir müssen ja noch das Fahrzeug besorgen und nach Italien verschiffen. Stimmt, ja. Miss Maxwell war ja die Frau von die Aholen. Genau. Ja. Was sage ich bei der Dame jetzt? Nun, Sie... Wir müssten auch nochmal drüber sprechen über ein Lager von Alice Storage. Versuch mal. Im besten Fall in... im Hafen oder so. Mhm. Darüber direkt, hin, ja? Ja, also wir bräuchten eine Lagerhalle und Sie möchten sich diesbezüglich mit ihr treffen. Okay. Also wir brauchen wirklich eine. Darüber hinaus wäre es natürlich gut, wenn Sie heute oder morgen die Sache mit dem Auto geklärt bekommen. Und wenn Sie schon mal da oben sind, bei Mangolds, ja, schauen Sie nach diesem Lost-Typen. Ja, beim Schauen wird es aber nicht bleiben, Mr. Napier. Ja, kein Problem. Versuchen Sie es. Ja, dann kurz zu halten. Kurz zu halten, ja. Nun, ich überlege, ob wir es offensichtlich gestalten oder ob wir es erstmal abwägen. Ja, das wäre gut zu wissen, ob wir uns dahingehend noch bedeckt halten oder ob ich keine eine Groß auf meine Faust machen. Nein, wissen Sie was? Nein, Sie geben ihm ein paar Kugeln einfach. Okay. Mit freundlichen Grüßen, dass Sie sich aus unseren Geschäften raushalten sollen. Gut, das lässt sich relativ schnell, wenn er ist greifbar, umsetzen. Aber ich nehme an, nicht direkt da oben vor Ort, ja? Oder ist das uninteressant, wenn das oben schnell gehen muss? Ja, absolut uninteressant. Machen Sie es und kommen Sie dann schnell weg da. Gut. Dann, Flatte, du hattest noch was oder wolltest was sagen? Nein, ich wollte nichts sagen. Ja gut, dann trinke ich drüber noch einen Kaffee. Ich hoffe, dass die Schlauchboot-Jungs zurückrufen und Frau Wirtz ruft auch nicht zurück. Dann renne ich heute niemanden weiter hinterher. Gut, alles klar. Dann bis gleich. Bis gleich. Ja, bis gleich. So, ich wäre jetzt mit denen gegangen, aber ich muss auf Klo und ich glaube, Edda wollte was von mir. Deshalb muss ich mal eben gucken. Boah, ich glaube, ich werde krank oder so. Flado kennt Pacino, ja. So, ich verstecke den jetzt. Ich muss mal in den Char parken, lol. Ich bin hier. Ich habe das Lager. Oh Mann, Alter. Kannst du es dir nicht ausmalen? Kannst du es dir nicht ausmalen? Bester Mann, der Wuku. Bester Mann. Nice. Okay. Das war Skinny Wuku, ne? So, Leute, ich bin gleich wieder da. Bin mal eben auf Toilette. Und ich muss eben mal zu Edda. Pinkel nicht in den Safe. Ich wollte. Mann, Leute. Ihr seid mir ja welche. Gut, bis gleich.
So, was geht, Leute? So, da bin ich wieder. Hoch. Ja, Sassheim, auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Mal angerufen.
Guten Abend. Ja, guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ja, ein bisschen besser. Aber, ja, noch ein bisschen angeschlagen, aber soweit ganz gut. Ja, ich hörte, dass Sie sich was eingefangen haben. Ja, das ist bei dem Wetter nicht unüblich, ja. Ja, da sagen Sie was. Nun, weshalb ich angerufen habe. Ich hatte Ihnen eine Nachricht zukommen lassen. Ja. Haben Sie den Vertrag schon ausgefüllt dahingehend? Nee, tatsächlich nicht, weil ich da noch ein paar Rückfragen hatte, tatsächlich. Ja. Wo sind Sie denn gerade? Ich bin gerade, ich sitze im Auto und stehe gerade auf dem Parkplatz. Ich könnte auf jeden Fall mal eben kurz vorbeikommen. Ja, warum denn nicht? Dann kommen Sie doch zum Italy. Alles klar. Danke, Doki. Dann bis gleich. Ja, bis gleich. Echt jetzt? Hä? Top, das geht. Stimmt doch gar nicht. Ihr Lügner. Jetzt hab ich extra Weirds angerufen, Alter. Ja, natürlich ein krasser Meta-Schutz gewesen, ne? Ja. Haben Sie Mr. Farkas erreicht? Nö. Haben Sie versucht, ihn anzurufen? Noch nicht. Er meinte eigentlich, er meldet sich, wenn der große Termin vorbei ist. So ein Schlitzer. Ja, also sehen Sie mal. Er versucht, die auf den Arm zu nehmen, Mr. und Miss Words. Da müssen Sie ein wenig härter dranbleiben. Wieso versucht er, mich auf den Arm zu nehmen? Da verstehe ich ja gar keinen Spaß. Ja. Gut, okay. Dann versuchen Sie es mal weiter. Okay, noch eine kurze Frage. Sie meinten ja, härter rannehmen, ne? Aber ich soll ihn jetzt nicht schlagen, oder? Na ja, toben Sie sich aus. Sie haben, Sie sind eine Künstlerin. Okay. Ich weiß nicht, ob mein Freund das so toll fände. Aber es ist ja quasi Theater, also, naja. Ja. Es ist halt einfach ein Job, nicht wahr? Naja, gut, okay. Ja gut, dann sehe ich das so. Alles Na gut, klar. Ich rufe ihn direkt an. Gut, alles klar. Auf Wiedersehen. Okay, ciao mio. Ja, weil der nur denkt, von wann bist du Tapeter? Allzu viel kann ich nicht dazu sagen, aber wird man ja dann sehen, was rauskommt. Mr. Napier, wir haben gerade über Mr. Binacci gesprochen. Den dürfen wir vielleicht auch nicht vergessen. Ja, die Reaktion. Aber tatsächlich habe ich eine relativ gute Idee vielleicht in die Kopf. Es ging doch um die Boote, ja? Was angedacht wurde. Ja, warten Sie. Sagen Sie, von wem ist dieses Fahrzeug, was hier steht? Kann ich Ihnen nicht sagen. Keine Ahnung, wie es dann abhier. Weiß ich nicht. Ja, ich verstehe. Guten Abend. Ja, guten Abend, Mr. Hill. Kommen Sie ja mit. Guten Abend, Mr. Hill. Gut, Warum stehen die eigentlich da noch? Die wollten doch hochfahren in die. Ich verstehe es manchmal nicht. Von Binder. Ich verstehe es auch nicht, Alter, was wir von Binderchi wollen. I don't know. Ich meine, der hat uns angelogen, der Binacci, aber ist mir auch egal. Er zahlt unser Geld. So, dann kommt er halt nicht näher ran, das, was er haben wollte und gut ist. Da muss ich doch jetzt nicht. Ich meine, klar werde ich noch mit Binacci reden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dem jetzt irgendwas antun muss, deswegen. Ja, dann erzählen Sie ruhig, Mr. Hill. Ich sag mal so, die Fragen, die ich mir halt stelle, ist,
Wir hatten irgendwas gesagt bezüglich Vertrauen und irgendwas, ich hätte mir irgendwas erarbeitet. Dann ist natürlich so ein Vertrag schon immer noch ein bisschen so ein kleiner Schlag in den Magen. Erstens das, zweitens, ich habe an für sich kein Problem damit, tatsächlich so einen Vertrag zu unterschreiben, weil ich persönlich auch immer im Interesse des Unternehmens generell arbeite. Nur müsste man da vielleicht dann nochmal über ein, zwei Sachen reden bezüglich gewisser Zahlungen und naja, ich sag mal, der Liquidität des Unternehmens, weil so gewisse Sachen schon eher dazu führen, dass das Unternehmen in 4, 5, 6 Wochen wahrscheinlich pleite ist. Und ich glaube nicht, dass das im Interesse beider Parteien ist. Also, was haben denn jetzt die Zahlungen mit dem Vertrag zu tun, Mr. L? Dass in dem Vertrag drinsteht, dass generell immer, ich sage mal, für das Wohl des Unternehmens agiert werden soll. Und naja, ich sag mal so, ich rechne mir gewisse Sachen einfach selbst hoch und gewisse Zahlungen, ich meine, diese $5,000, die dort drinstehen, an für sich ist jetzt kein Problem, aber ich bedenke dann eher so die Zahlungen bezüglich einem Co-CEO, beziehungsweise CEO, Co-CEO, wie auch immer. Plus dem Sponsoring, plus allem drum und dran, das sind halt schon sehr hohe Fixkosten. Ne? Bei einem Betrieb von 15 bis 20 Mitarbeitern haben wir sowieso schon sehr hohe laufende Kosten. Da wollte ich mich ja nur nochmal abklären, bezüglich gewissen Zahlungen, ob das dann weiterhin so laufen soll oder nicht. Ich meine, sollte natürlich auch in Ihrem Interesse sein, aber ich werde halt nichts unterschreiben, wo ich mit meinem Namen irgendwas unterzeichne, was dann hinterher vielleicht nach hinten losgehen könnte. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Also, zuallererst ist es ja der gleiche Vertrag, den Mr. Morgan bekommen hat. Es ist ja quasi erst einmal ein Beratungsvertrag und natürlich auch eine Absicherung, dass unser Unternehmen ordnungsgemäß geführt wird. Und allen voran spart dieser Vertrag uns natürlich auch, naja, diverse bürokratische Ärgerlei mit dem DOL. Ja klar, natürlich. Das sehe ich ein. Das Ding ist halt nur, dass wenn ich dies unterzeichne, naja, ich sag mal, auf Papier bin ich der CEO und als sogenannter Strohmann halte ich natürlich den Arsch hin, wenn irgendwas passiert im Unternehmen, sagen wir es mal so. Sie waren die ganze Co-CEO gewesen. Wie viel haben Sie sich denn ausgezahlt? Die ganz normalen vorgegebenen 7.500. Und zuvor waren es, bevor diese Regelungen jetzt waren, waren es glaube ich 6.000 oder so. 6.500. Gut, oder CEO haben Sie das Anrecht auf 8.000, ja. Ja, klar, natürlich, aber... Darüber hinaus wird der neue Co-CEO sich da nichts rausziehen. Na, das waren nämlich meine Bedenken, die ich tatsächlich hatte. Da wäre das nämlich der Fall, dann... Nein, ja. Das wäre absolut wahnsinnig, Mr. Morgan hat sich da auch nichts rausgezogen, großartig oder nicht? Ja, ich weiß nicht, was er Ihnen gesagt hat, also... Er hat schon wöchentlich eine gewisse Auszahlung gehabt, ja. Waren auch so rund um die $7,000. Ja, 7.000, wo es noch nicht begrenzt wurde, nicht wahr? Also im Grunde genommen war es ja nichts gewesen. Nee, natürlich nicht, aber das ist ja das, was ich auch letztens in dem Gespräch schon geäußert hatte. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, gerade für die ganzen Mitarbeiter. Wir sind halt nicht ein 5-Mann-Betrieb, wo man sagen kann, okay, gut, es gibt halt immer sehr viele Leute, die Sachen hinterfragen. Und gerade wenn man dann jemanden wie einen Herrn Morgan hat, der in einer Position sitzt und von dem ganzen Ablauf von nichts irgendwie eine Ahnung hat, dann
stellen Leute halt schon Fragen, sagen wir es mal so. Und ich meine, ich habe es in der Vergangenheit immer ganz gut hinbekommen, diese irgendwie abzuschmettern oder, naja, ich sag mal, totzureden oder einfach zu ignorieren, weil, naja, ich denke mal, dass es auch im Interesse beider Seiten ist, dass einfach gewisse Sachen unterm Tisch bleiben und, naja, aber es kam halt schon dann gewisse Fragen mal auf, ne? Sagen wir es mal so. Also wir haben ja im Großen und Ganzen jetzt aktuell die 5.000 Beratungskosten von LSR. Das ist ja der Vertrag. Genau. Das, was Sie überweisen, ist der Vertrag, der aktuell läuft auf Mr. Morgan. Genau. Und des Weiteren sind es ja die $8.000 für das Sponsoring für das Varieté. Genau. Und dann käme noch Ihr Gehalt drauf. Also, es ändert sich nicht allzu viel. Außer, dass wir ja in der Vergangenheit gesagt haben, dass Sie das Sponsoring nach Ihren Einnahmen regeln können. Sobald Sie die 8.000 nicht erfüllen könnten, macht es kein großes Problem, dass Sie in der Woche, naja, es dementsprechend anpassen. Ja, das größte Problem, was wir halt haben, ist, ich meine jetzt mal am besten Beispiel Horizon. Horizon hat eine ungefähre feste Abnahme jede Woche an Sachen, die sie produzieren. Das haben wir halt nicht. Das ist bei uns halt die Sache. Wir haben die eine Woche haben wir große Aufträge, jetzt aktuell die Horizon-Aufträge, die jetzt, also ich sag mal, höchste Prio haben. Da kommt schon einiges zusammen, aber wir haben natürlich erstens die ganzen Fixkosten, zweitens haben wir natürlich Gelder, die wir zur Seite legen müssen, falls irgendwas mit den Fahrzeugen ist oder sonstiges. Wir haben feste Rechnungen, wir haben schon sehr hohe laufende Kosten. Das war nämlich das, was ich damals auch ein bisschen angesprochen hatte, wegen dieser $8.000. Moment kurz. Ja, bitte. Also das letzte Mal, dass ich Sie störe. Ich habe andere Seiten aufgezogen. Ist echt ein toller Mitarbeiter, den Sie da haben. Der hat mich mal wieder versetzt. Wir haben jetzt für morgen den Termin neu ausgemacht und ich habe gesagt, dass ich jetzt, ja, nicht mehr so die nette Lehrerin bin. Also wie gesagt, super zuverlässig, der Herr Farkas. Er geht jetzt ins Bett, wie ein Baby. Ja, wie äußerst bedauerlich. Und ich schaue, dass er morgen seinen Termin einhält, natürlich. Ja, das will ich hoffen. Ich habe ihm auch gesagt, ich weiß ja, er ist ein beschäftigter Mann, aber ich bin auch eine beschäftigte Frau. Und ja, nee, werde ich jetzt mal die andere Sina, die in mir steckt, rauslassen. Und die will er, glaube ich, eigentlich nicht so gerne kennenlernen. Nun ja, vielleicht ist es genau das. Ich eine gespaltene Persönlichkeit habe. Vielleicht ist es ja genau das, was er braucht. Ja, vielleicht. Bisschen Povo-Klatsch. Na gut, ich wollte Sie nur informieren, dass er mal wieder mich versetzt hat. Es wäre jetzt das vierte Mal tatsächlich. Ja, ich verstehe. Obwohl man sich extra Zeit dafür nimmt, also das zeugt nicht so von Zuverlässigkeit. Nein, sagen Sie was. Ich bin auch immer wieder überrascht drüber. Ja, ja, Zuverlässigkeit wird heutzutage anscheinend nicht mehr so groß geschrieben bei vielen Leuten. Traurig, traurig. Ganz genau. Naja, gut, okay. Gut, einen angenehmen Abend Ihnen. Ja, ebenfalls. Auf Wiederhören. Ja. Ja, Sie sagten die hohen Betriebskosten. Genau, also bei uns ist halt wirklich das Problem. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die natürlich dementsprechend entlohnt werden müssen. Auftragslage ist halt auch immer mal so, wir haben halt nicht jede Woche dieselben Abnahmemengen. Deswegen ist es halt immer ein bisschen sehr schwierig mit dem Hin- und Her-Kalkulieren. Ne? Das ist zu sagen, okay, gut, wir haben jetzt diese Woche das an Plus und wir haben dann nächste Woche vielleicht das an Minus. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, da, ich sag mal, einen gewissen Nenner zu finden, wo man sagt, okay, das haben wir jeden Monat fix und das halt nicht. Ne? Das, was ich halt gerade schon sagte, das ist bei Horizon vielleicht ein anderes Thema, weil Horizon da auch nicht so ein riesiger Betrieb ist, wie jetzt zum Beispiel LSR. Ja, man müsste halt gucken, ne? Das ist, ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich in ihrem Interesse, dass aufgrund solcher Zahlungen das Unternehmen generell nicht pleite geht, sagen wir es mal so. Das sind halt schon natürlich sehr hohe Fixkosten, die dann immer noch mit reinspielen, ne? Ja, selbstverständlich. Wie gesagt, Sie sind ja CEO dort, das heißt, Sie haben auch dementsprechend den Überblick und Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, mich auch anzurufen. Alles klar. Des Weiteren haben Sie ja auch aufgestockt, nicht wahr?
wie ich hörte, 16 neue Mitarbeiter. 10 waren es tatsächlich. Aber es kamen auf jeden Fall einige dazu, ja. Was natürlich nicht schlecht ist, die Frage ist halt natürlich unterm Strich, wer bleibt alles? Ne, das ist natürlich immer, das weiß man vorher natürlich nie. Aber ja, so ein paar sind es auf jeden Fall, die dazugekommen sind. Du hast natürlich da auch dann das Problem, wenn die Auftragslage sich ein bisschen beruhigt, die natürlich dann auch alle zu beschäftigen, ne, und dementsprechend dann auch zu bezahlen, obwohl die Auftragslage vielleicht mal nicht so gegeben ist. Nun, ja, wenn wir jetzt wirklich aufstocken sollten, dann sollte ja auch bald das Problem bezüglich der Ölquellen kein Thema mehr sein, nicht wahr? Nee, tatsächlich nicht. Da bin ich auch schon, habe ich auch schon versucht, mit McGill mal in Kontakt zu treten, ob die da vielleicht vermitteln können. Ist das eine Sache, die McGill abhängig ist oder DOL abhängig? Tatsächlich nur noch mit McGill, aber da bin ich auch schon, in Verbindung und wir hatten auch schon mal erste Gespräche, deswegen sollte das, denke ich mal, nicht das Problem sein. Gut, okay, ich verstehe. Nun, dann müssen wir da hingehend ein wenig mehr den Druck erhöhen. Vielleicht ja, auch, wenn es in Aussicht steht, nochmals größere Ausschreibungen für Mitarbeiter machen. Ja, ich denke mal, dass sich das jetzt erstmal festigen wird mit den Mitarbeitern. Das wird sich natürlich auch ein bisschen, da wird sich das natürlich auch ein bisschen trennen zwischen denen, die nur mal ein bisschen schnuppern wollen und die, die wirklich arbeiten wollen. Und das haben wir sowieso immer, dass wir immer regelmäßig neue Leute reinholen. Ich sag mal, ungefähr von 5 Leuten, die man reinholt, bleiben dann irgendwie 2 oder so unterm Strich auf Dauer. Deswegen sind wir da sowieso immer wieder am Aufstocken. Also das sollte nicht das Problem sein. Da hätte ich tatsächlich aber vielleicht noch was Interessantes für Sie. Ich weiß nicht, inwiefern das relevant ist oder nicht, aber wir hatten jetzt gestern war das, glaube ich, oder vorgestern, einen kleinen Vorfall oben am Sägewerk mit irgendwelchen Leuten, die dort rumfahren, durchheizen, sich mit irgendwelchen Leuten dort treffen wohl anscheinend. Da haben sich die Mitarbeiter wohl beschwert. Weiß nicht, inwiefern man da irgendwie security-mäßig was machen sollte oder nicht, oder ob man sich da irgendwie selbst drum kümmert. Beschwert inwiefern? Ja, es waren, ich sag mal, in Anführungszeichen dunkle Gestalten, die sich dort rumgetrieben haben. Dass man da vielleicht nochmal irgendwie bei McGill oder so nochmal nachfragt bezüglich eines Tores vorne am Eingang. Das wären natürlich auch wieder Investitionskosten. Dass man dort oben einfach halt Ruhe hat. Also es wäre jetzt dann auch nochmal ein bisschen was investitionstechnisch nochmal anstehen würde. Ja, man soll uns da entgegen einen guten Preis machen. Alternativ kann ich auch mich mit Mr. Jäger auseinandersetzen. Ja, ich hätte es jetzt einmal in einem Abwasch direkt mit dem anderen verbunden, direkt in einem Gespräch das mit anzusprechen. Das sollte, denke ich mal, weniger das Problem sein. Aber wir haben halt leider in der Vergangenheit sehr häufig die Problematik gehabt, dass dadurch, dass die ganzen Arbeitsstätten von Los Santos Resources relativ offen liegen, dass dort Leute mal rumgeschnüffelt haben oder sich dort mal verirrt haben, sagen wir es mal eher so. Vielleicht, ich meine, rumgeschnüffelt jetzt vielleicht in zweiter Instanz oder so, aber ja, dadurch, dass es halt alles sehr begehbar ist, reizt es natürlich sehr viele Leute, dort einfach mal vorbeizuschauen. Ja, ich verstehe. Kam es denn schon häufiger vor, dass da irgendwelche Leute rumgegeistert sind? Ja, durchaus, klar, auch in der Mine oben und so kann das auch immer mal passieren, ne? Irgendwelche, wie sagt man dazu, Adventurer oder so, die Interesse haben, da mal irgendwie reinzugehen in der Nacht oder so mit einer Taschenlampe. Ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Aber da kümmern wir uns aktuell auch schon drum. Gut, okay. Also nehme ich an, dass dieser Vorfall einmal bisher war am Sägewerk, ja.
Ja, in der Vergangenheit häufiger mal mit Leuten von Paradise, die da irgendwie mit den Quatzen so durchheizen, aber das hat sich wohl auch gelegt. Jetzt am Sägewerk, das war halt ziemlich präsent, sagen wir es mal so. Das war halt gestern, vorgestern, das waren 4, 5, 6 Autos, die dort mit überhöhter Geschwindigkeit hochgefahren sind, sich dort hingestellt haben, während Leute am Arbeiten waren. Welche Fahrzeuge waren das denn? In Washington war das, Nebula, also alles so ein bisschen, ich habe jetzt nicht eine genaue Liste bekommen, aber wohl anscheinend war auch Polizei dann vor Ort, was mir so gesagt wurde, also es hat wohl irgendjemand gemeldet, wer jetzt genau, weiß ich nicht, aber ja, die haben sich dort hingestellt, haben dort geparkt und irgendwann war dann auch niemand mehr an den Autos, so was die Mitarbeiter erzählt hatten. Ja, war halt ein bisschen komisch. Sagen wir es mal so, die Mitarbeiter haben sich dort, glaube ich, ein bisschen erschreckt. Aber naja, denke mal, das wird ja wahrscheinlich nichts Regelmäßiges sein, ansonsten muss man das natürlich dementsprechend mal klären. Ja, wenn nochmal was vorkommen sollte, dann sagen Sie mir Bescheid. Ja, gar kein Problem. bezüglich dem Co-CEO dann, wie sind denn da ungefähr die Vorstellungen? Also, ich meine, mir geht es nicht darum, wer es ist, aber aufgrund der Tatsache, mit dem, was mit dem Herrn Morgan damals passiert ist, gibt es natürlich dementsprechende Einstellung gegenüber, ich sag mal, fremden Leuten, in Anführungszeichen, die dort mit in der Führungsebene sind. Wird das dann genauso sein, dass die Person mit anwesend sein wird bei allem, oder ist das eher so ein stiller Teilhabermäßiges? Also grundsätzlich wird es diesmal ein Mann sein aus meinem engsten Vertrauenskreis. Das heißt also jemand, der nicht wie bis der Morgen ist. Und der ist dazu beauftragt worden, sich um das Unternehmen ebenfalls zu kümmern. Das heißt, sie beide lernen sich kennen und sie helfen ihnen, sich einzuarbeiten. Und dann wird er, naja, sich bestens um das Unternehmen kümmern halt. Okay, weil ich sag mal so, wir sind tatsächlich aktuell ein Trio von Mitarbeitern, wo das sehr gut läuft und naja, da gibt es wahrscheinlich auch genügend wahrscheinlich dann noch Meinungsverschiedenheiten bezüglich einer neuen Person in der Führungsleitung. Da. Deswegen, ich versuche natürlich im Interesse des Unternehmens zu handeln, aber ich kann natürlich nicht für die Mitarbeiter sprechen, wie das dann auf Dauer der Fall sein wird, aber aufgrund der Vergangenheit ist da eine gewisse Laune zu verspüren, sagen wir es mal so. Eine gewisse Laune? Genau. Hat dort irgendwer andersweitig Ambitionen, nach oben zu steigen? Ich denke mal, es geht nicht darum, sondern es geht eher darum, um das Verhalten, wie zum Beispiel auch der Herr Morgan das an den Tag gelegt hat. Ich denke mal, darum geht es wahrscheinlich eher. Nun, Sie können davon ausgehen, dass der Nachfolger auf jeden Fall sich zu benehmen weiß und mit allerhöchstem Respekt mit den Leuten dort umgeht. Ja, mir soll es recht sein. Also ich meine, mir ist es relativ egal, aber es ist halt, sag mal, mein Gedankengang, den ich halt nur habe, ist halt, wenn das in Stille passieren würde, wäre es wahrscheinlich um einiges angenehmer, weil die Leute nicht fragen würden und generell wenig Fragen aufkommen würden, ne? Ich meine, ich bin auch erreichbar und sonstiges ohne Probleme, also, ich meine, wenn es darum gehen soll. Ich meine, mir soll es egal sein, ne? Also, aber... Nun, Mr. Ja. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet in der Vergangenheit und deshalb habe ich Ihnen diesen Posten angeboten. Ich kann ihm aber auch jemanden anders geben. Dort oben oder auch, also egal ob CEO ist oder Co-CEO, egal was es werden soll. Es gibt nur eine Stelle zu vergeben. Und Sie sind dort, Sie haben es sich verdient. Und jeder andere dort in diesem Unternehmen hat sein Maul zu halten, weil wenn er es nicht tut,
Dann werde ich ihm die Zunge rausschneiden und ihm seinen Arsch stecken. Ich habe das schon verstanden, alles gut. Ja, lassen Sie sich nicht von den Leuten auf der Nase rumtanzen. Jeder ist ersetzbar. Das weiß ich auch tatsächlich, aber mir ging es eher um das Klima generell, sagen wir es mal so. Ja, durchaus. Genau deswegen soll es ja unberührt bleiben. Ich respektiere das Unternehmen und seine Strukturen und deshalb respektiere ich auch Sie und habe es Ihnen angeboten, soweit es geht. Alles andere ist indiskutabel. Alles klar. Was den Vertrag angeht, machen Sie sich da keine Sorgen. Wie gesagt, das Unternehmen ist wichtig. Wenn es Probleme gibt, können wir jederzeit über den Sponsoring-Vertrag das regulieren. Alles klar. Gut, alles klar. Ich habe neulich nachgeschaut. Ich glaube, das Datum müsste noch umgeändert werden. Ja, das sollte nicht das Problem sein. Ich muss auch tatsächlich aufgrund meiner Bettlägerigkeit jetzt die letzten Tage noch die Überweisung tätigen. Mache ich das nachher soweit alles fertig und dann lasse ich Ihnen das zukommen. Ja, kein Problem. Machen Sie das ruhig in Ruhe. Der Brief sollte allerdings so schnell wie möglich unterschrieben zurückkommen. Ja, das sollte nicht das Problem sein. Ausgezeichnet. Ansonsten halten Sie ruhig stets Kontakt mit mir. Alles klar. Das Einzige, was ich vielleicht noch hätte, ich weiß nicht, inwiefern, Sie haben ja mit der Frau Neris, glaube ich, auch Kontakt ab und an mal. Es kann durchaus sein, dass ich eventuell Ende des Monats circa eine Woche Urlaub machen werde. Da weiß ich natürlich nicht, inwiefern man da mit der Frau Neris oder so gewisse Sachen besprechen kann. Aber ich wollte Sie da nur schon mal irgendwie in Kenntnis setzen. Ich verstehe. Haben Sie vielen Dank dafür. Alles klar. Ich bringe Sie es noch nach unten. Alles klar. Gut, okay. Dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend. Das wünsche ich noch. Schönen Abend noch. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hill, Alter. Er ist irgendwie wie Binacci so ein bisschen manchmal, ne? Immer wieder spannend. Na, Mensch. Alter, wenn die mit meinem Cogno gefahren sind, Alter, ne? Meinem Cognoscenti. Don't trust anybody. Ja, habt ihr recht. Aber wie gesagt, ich wollte es mit Hill versuchen. Klar, natürlich, da gibt es diese Sache mit Caesar und so. Aber ich muss sagen, ich versuche weitestgehend es wie... Guck mal, vom Wandern hier. Ich versuche es weitestgehend wie Pacino zu regeln. Beziehungsweise ich versuche mich so ein bisschen daran zu halten und ich hoffe, ich habe dahingehend genau die gleiche Entscheidung getroffen. So, ich dachte mir, ich mache Hill zum CEO. Ich will auch gucken, ob man vielleicht auch näher in Kontakt kommt mit Hill dadurch. Und das ist natürlich ein weiterer Beweis für Flado halt, ne? Ich habe extra gesagt, dass der Co-CEO keine Kohle bekommt, weil Flado muss sich einfach beweisen. Ich will ihm kein Unternehmen geben, wo er Geld macht.
Ich will halt auch sehen, dass er da Qualitäten hat, ne? Was mit sich bringt, was tut. Das ist halt, ich sehe, dass er viel tut, aber er muss sich natürlich auch irgendwie ins Familiengeschäft mit einbringen, ne? Weil sonst kommt er nicht weit. So, Freunde der Nacht. Ich glaube, wenn wir nicht unbedingt einen Co-CEO da drinnen bräuchten, dann hätte ich Vlado als normalen Angestellten dort reingetan und hätte gesagt, Sie müssen es schon von der Picke auf lernen, Mr. Vukovic. Das wäre echt auch cool gewesen. Warum steht da ein Auto in dem Dingens? Ich glaube, wir nennen das mal um in Alice Investment. Lol. Bies, was geht ab? Wollt ihr nicht einen normalen Job bei LSR oder Horizon haben? Ja. Wollt bei Horizon so rein, ne? Ja. Ich will den neuen eigentlich nicht so die Farmjobs geben. Weil, also Malone hat es, weil er ist halt eigentlich schon Ewigkeiten da, ne? Er hat sich ja krass bewährt. Ne, ich will den Neuen eigentlich nicht immer so diese Farmjobs geben, die sollen sich erstmal ein bisschen beweisen und im besten Fall natürlich auch im Crime aber was aufbauen, sich Geld zu beschaffen, ne? Ey, die müssen unbedingt langsam mal hier hinne machen, ne? Was Bezahlung angeht. ATM-App. So ist es. Ich will jetzt noch nicht die 38 kW machen. Das machen, glaube ich, noch mal anders, oder? Alter, hier geht ja auch wieder was ab. Uns nochmal an. 38.000, da kommt Kohle rein. Man sieht das mal Ausgaben. Okay. Bärenbrötchen! Danke dir für 9 Monate und vielen lieben Dank. Dankeschön für deine Glückwünsche. Dankeschön. Cypress. Ah, sind die ganzen Zahlungen, die jetzt reingekommen sind. Nice. Boah, seht ihr mal. Läuft doch alles. MD. DOJ. Oh, eine Spende für gemeinnützige Arbeit während der Katastrophe.
Okay. Ja, wisst ihr was? Das machen wir andermal. Ich glaube, das passt auch so. Mr. Napier. Ja. Yeah. Wie schaut es denn bei Ihnen aus aktuell? Ja, ich habe gerade was sehr Schockierendes mehr oder weniger festgestellt. Sagen Sie, der Herr, der am Italy arbeitet, der mit einem sehr kurzen Haarschnitt, ich kenne seinen Namen nicht, sehr kurz getrimmt, oben schwarze Haare, dunkelhäutig. Wissen Sie, wen ich meine? Auch eine relativ tiefe Stimme. Ja, aber nicht Mr. Miller, oder? Nein, nein, nicht, nein. Wie gesagt, ein Dunkelhäutiger. Ja. Ja. Er hat, er fährt das Auto aktiv. Ich habe das gestern schon beobachtet und jetzt gerade auch, wo alle, also unser Briefkasten. Er fährt den Cognoscenti. Diesen roten, nein, nein. Den Sportwagen oder was? Nein. Unseren toten Briefkasten, Mr. Napier, wo unsere Krawatten unterbar sind.
Ah, Leute, ey, kannst du nicht ausmalen. Das kannst du dir wieder nicht ausmalen. Ja, gut, okay, wir kriegen keinen erreicht. Das ist natürlich problematisch.
Oh, Leute, ey. Das kannst du nicht ausmalen. Ich meine, ist schon. Warum haben nicht alle darauf Zugriff? Das ist schon Frage Nummer 1. Oh Leute, es tut mir echt leid, dass ihr das nicht seht. Weil eigentlich könntet ihr... Eigentlich könnten wir es jetzt reinmachen. Glaube ich, oder? Nee. Sonst haben wir nachher... Sonst haben wir nachher hier alles voller Kopf stehen oder so. Man weiß es nicht.
Ja, ich erzähle euch das gleich, wenn wir hier durch sind.
So, Leute, was ist los? Gleich geschafft. Es gibt noch nicht viele Infos. Ich kann euch das gleich sagen, was passiert ist. Hier ist nicht so einfach. Best of Napier. Ach Leute, I'm so sorry. Das ist halt eine wichtige Sache, ne? Ja, why not? Wir könnten mal so Clips zusammenschneiden oder so. Boah, aber da habe ich die Zeit irgendwie nicht für. Natürlich nice, ne?
Ja, Leute, was soll ich dazu sagen halt, ne? So. So, wir machen jetzt erstmal was anderes. Oh, ne, kannst du dir nicht ausmalen. Die Sache läuft noch. Ich kann noch keine Infos geben. Erst wenn ich mir sagt, das ist alles okay. Ich sag's euch noch. Ich erzähle euch die ganze Geschichte. I tell you the whole story. Mann, ey. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ist alles okay bei Ihnen? Sie klang gerade ein bisschen. Kann's gar nicht beschreiben. Ungewohnt von Ihnen. Nein, soweit alles okay. Kommen Sie ruhig rein. Also benötigen Sie keine Hilfe, ja? Klang gerade so zögerlich. Nein, das ist eine Sache, da brauchen wir keine Hilfe. Okay. Verzeihung, ich wollte gar nicht stören. Ich husch nur ins Büro, ich bin gar nicht da. Nehmen wir eine Mitarbeiterin? Ja, durchaus. Okay. Ist alles okay sonst bei Ihnen, ja? Nun, weitestgehend haben wir eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt keine Probleme, nein. Das freut mich zu hören. Also der Hauptgrund, warum ich Sie heute gerne noch sprechen wollte, Sie haben doch gesagt von wegen dem Herrn Winters, ne? Ja, genau. Also wie war das nochmal? Der hat vom Vukovic, ja? Eine Affäre vom Herrn Vukovic. Sexuell belästigt, richtig? Ja, richtig. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wo Ihre Grenzen oder Methoden liegen, aber seit 3 Tagen hat der Herr eine neue Freundin. Ist mir vorher zu Ohren gekommen. Ach, wirklich? Ja, und die Dame heißt Kaya Winters. Soweit ich weiß, arbeitet sie aber nicht im PD. Ist ja meistens so, dass die untereinander bleiben. Ja, der Name sagt mir was. Mir sagt der Name tatsächlich gar nichts. Zu mir hieß es nur, die ist nicht schwer zu finden, weil die sehr
oft an so öffentlichen Veranstaltungen, öffentlichen Orten und jeder weiß eigentlich immer, wo die ist. Also, verstehen Sie, was ich meine? Die hält sich da jetzt nicht bedeckt, warum auch? Also, wenn man mal die Dame suchen sollte. Vielleicht wäre das für eine Vukovic interessant. Ja, mit Sicherheit. Wäre auch eigentlich ein leichtes, die Dame zu euch zu bringen. Nur ein Angebot. Also das habe ich gehört, deswegen wollte ich das direkt loswerden, bevor ich das wieder vergesse. Und zu Aiden Winters, ja. Also den Rotschopf da von PD. Mit dem haben wohl einige ein Problem, kann es sein? Das könnte gut möglich sein, ja. Das ist ein guter Kollege von mir, hat mir erzählt, dass er von Aiden Winters in der Zelle verprügelt wurde. Also so ein Typ ist das also, ja? Ja, ich glaube, der Mann kennt keine Grenzen für sich. Naja, ich glaube, den ausfindig zu machen wird jetzt auch nicht so schwer. Wenn gefühlt die ganze Stadt nach ihm sucht. Ich bin nicht der Einzige, der deine Rechnung offen hat, sage ich Ihnen. Ich habe da einiges mitbekommen. Und ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass der Mann fast die ganze Zeit in seinem Dienst ist. Aber vielleicht ändert sich das ja durch seine Dame. Habe ich anderes gehört. Der ist wohl sehr oft mit dieser Kaya unterwegs. Nun, die Dame muss allerdings neu in seinem Leben sein. Also bis vor kurzem hatte ich die Information nicht. Ja. Und ich habe die Information erst seit heute. Würde aber, ist eigentlich zum Vorteil. Das macht jeden Mann angreifbarer. Ja, durchaus. Nun ja, vorzugsweise wäre es natürlich gut, über die Dame an den Mann ranzukommen. Richtig. Ich weiß jetzt nicht, wie er, ich kenne ihn nicht. Ich bin ihm, glaube ich, erst ein, zwei Mal begegnet. Ich weiß jetzt nicht, also wenn ich in der Situation wäre, ich glaube, ich würde ohne zu fragen irgendwo hingehen, wenn Sie verstehen. Aber ich weiß nicht, wie vorsichtig er ist oder wie wichtig ihm diese Frau Winters ist. Ich kann mich aber noch umhören, ob das überhaupt eine Option wäre oder ob das dann nur die Absichten liegen würde. Verstehen Sie? Ja, ich überlege, ob man das auch andersweitig irgendwie arrangieren könnte. Wie aktuell und brisant ist es denn mit dem Herrn Winters, wenn man den irgendwo in der Stadt sieht? Zurzeit. Oh, für Korps habe ich aktuell viel Zeit. Okay. Die Frage ist nur, ob ich Augen und Ohren praktisch losschicken soll. An so bestimmte Orte, an denen sich Pärchen öfter aufhalten. Wenn Sie verstehen. Nun, wenn Sie mal ein Ding festmachen können, dann... Also, dann Sie wollen den, ja? Ja, definitiv. Okay. Okay. Dann werde ich schauen, was sich machen lässt, die Tage. Ja. Yeah. Werde ich jetzt ein paar Anrufe tätigen und meine Leute losschicken. Ich weiß noch nicht, wie aktuell es zurzeit noch ist, aber Mr. Sharpie will sich irgendwie dort bei Human Labs irgendwie reinbringen. Das hat der Herr Farkas vorher am Telefon schon erwähnt. Aber er ist jetzt nicht so ins Detail gegangen. Er meinte irgendwie nur über einen Mittelsmann und das eigentlich PDM ist. Ja, ganz genau. Mr. Sharpie arbeitet für Mr. Caesar und für Mr. Mason White. Naja, die Herrschaften kenne ich, ja. Wie ernst zu nehmen sind die denn? Ich habe jetzt noch nicht so viel mit denen zu tun gehabt. Ich kenne die zwar und weiß, was sie ungefähr machen, aber muss ich mir da Sorgen machen? Oder meinen sie eher nicht? Nun ja, sie halten sich für eine große Nummer, aber im Grunde genommen sind es kleine Fische. Naja, also da müssen sie schon ordentlich was auffahren, um ehrlich zu sein, wenn die bei Human Labs was machen wollen.
Wir sind da regelmäßig und das steht unter Schutz. Nun ja, sie schmeißt mit viel Geld um sich und glauben, dass sie sich damit Loyalitäten kaufen können. Geld ist nicht alles, Herr Neppe. Durchaus, ja. Wir haben sie seit, haben sie gut wie kein Geld. Das sind aber die loyalsten Freunde, die ich habe, und auf die kann ich mich verlassen, wissen Sie. Und die hören auf mich. Und so viel Geld gebe ich ihnen nicht. Ich gebe denen gerade mal so viel Geld, dass sie sich ernähren können. Und gebe Jobs. Aber ich habe seit langem, seitdem ich aus der Heimat bin, nicht mehr so was Loyales erlebt. Das ist mehr wert als Geld. Ja, durchaus, da sagen Sie was. Wie sieht's denn aus jetzt so aktuell mit Italy, Horizon, den ganzen Unternehmen? Können die wieder starten langsam oder die, haben sie das abgenommen vom Statiker oder irgendwas, hat Herr Malone erzählt? Ja, das ist richtig. Also es sollte die nächsten 1 bis 2 Tage geht es mit den Arbeiten los. Okay, ja, das freut mich zu hören. Dann würde ich ja natürlich auch meine Jungs da, die bei Horizon da mitarbeiten, natürlich dann informieren. Dass sie sich da auf dem Laufenden halten jetzt wieder. Ja, ich denke, dass diese auch Bescheid bekommen. Meines Wissens nach sollte morgen eine Lieferung dort eintreffen. Morgen für Horizon. So ist mein letzter Stand, ja. Okay. Sagen Sie, haben Sie denn nicht... Sie haben doch bestimmt jetzt hier finanzielle Ausfälle bei Horizon, oder? Durch den ganzen Sturm haben Sie doch bestimmt Einbußen. Nun, so sollte es eigentlich sein. Ja. Was halten Sie denn davon, wenn Sie mir sagen, wenn Sie YouTube beliefert haben? Und dann bringe ich Ihnen das wieder. Und dann einigen wir uns damit. Klingt nach einer Möglichkeit. Na gut, dann sagen Sie mir, wenn Sie die beliefert haben, und dann kümmere ich mich um den Rest. Und bringe ich Ihnen dann wieder. Gut, alles klar. Das können wir gerne so machen. Sehr gut. Ich wollte es nur vorher mit Ihnen absprechen, weil das Sie ja die beliefern. Ich weiß es nicht, wie sehr mit YouTube das zu tun haben, aber meine Jungs haben da schon seit längerem ein Auge drauf geworfen, aber ich habe gesagt, die sollen noch warten. Und ja. Dann kam ja eh das mit dem Sturm und dann... Nun, neulich hat YouTube da irgendwie ein bisschen vorgebeugt gegen solche Dinge. Vor dem Sturm? Ja, durchaus. Die haben irgendwie das Ganze nicht mehr besetzt und draußen irgendwelche Kisten mit, also Automaten hingestellt, wo man das Ganze ziehen konnte. Ach so, okay. Ich meine, wir haben auch vorgebeugt bei Human Labs, wir haben auch vorproduziert, dass man ab dem Zeitpunkt, wenn der Verkauf wieder startet, direkt auch wieder loslegen kann. Aber das wusste ich jetzt nicht. Aber sagen Sie doch trotzdem Bescheid, wenn Sie eine neue Lieferung von denen ausliefern, und dann können wir uns da bestimmt einigen. Ja, ich werde Ihnen da Bescheid geben. Okay. Gibt's sonst noch irgendwas, was Sie mir mitteilen wollen oder irgendwas Neues, was ich wissen sollte? Abgesehen von dem Herrn Winters. Nein, ich denke erstmal nicht, nein. Okay. Gut, dann, wenn Sie mich noch benötigen oder sonst was, ich bin heute noch ein bisschen da, dann wissen Sie, wie Sie mich erreichen können. Ja, haben Sie, vielen Dank. Ich werde Sie anrufen, sollte es was geben. Ja, klar. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, ich bringe Sie noch raus. Also gut, schönen Abend noch. Und ich, wie gesagt, ich werde Augen und Ohren offen halten bezüglich dem Herrn Winters, ja? Gut ausgezeichnet. Haben Sie vielen Dank dafür. Gut, dann machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.
Warum hat der mich jetzt nicht angerufen? So, Leute, wir haben es geschafft für heute. Nice. Nice. Ich kann euch auch kurz erklären, was war. Ich habe so Kopfschmerzen. Ich bin so froh, wenn ich zu Hause bin jetzt. Im Norden. So, erst einmal an Hotte. Dankeschön für deine 3,33 €. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So. Oh, ich hab so Kopfschmerzen einfach. Was ist passiert? Unsere Brains haben scheinbar. Ich will noch nichts sagen. Vielleicht. Na, es hat den Anschein, dass unsere Freunde. Familie, unsere Sachen alle an einem Ort gebunkert haben und diese wurden rumgefahren. Wir wissen nicht, wie viel der Kellner weiß. Scheinbar. Und wir hatten keinen Schlüssel, wir konnten also nicht drauf zugreifen, also mussten wir uns was einfallen lassen, wie er da wegkommt. Wir reden hier von mehr. Ich will nicht sagen, wie viel da drin war, Alter. Kannst du nicht ausmalen. Kannst du dir einfach nicht ausmalen, was sie da wieder gemacht haben. Wenn das wirklich so war, kannst du es dir nicht ausmalen. Ehrlich jetzt. Wilde Sache wieder. Wenn es so gewesen ist. Ich will niemandem was unterstellen. Kein Schlüssel, irgendwie müssen ja reingekommen sein. Ja, es wird auf irgendein Unternehmen sein, worauf wir keinen Zugriff haben. Ich weiß es nicht. Oder Vukovic hat sich vertan und wir haben einfach das Auto vom Kellner abgeschleppt. Also weggebracht. Weggeschoben quasi. Es gibt ja eine Funktion, wusstet ihr, dass man Autos schieben kann? Hätte ich keinen gesehen. Ja, das war halt echt Creme de la Creme. Alter, wie ist der denn jetzt gefahren, ey? Keller, ey. Polizeikontrolle. Ja, das sind nicht meine Waffen. Vielleicht ist Vuku deswegen heute so früh schlafen gegangen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum er so früh schlafen gegangen ist. Ich muss allgemein sagen, ey, habt ihr das mal gemerkt? War ich gerade lost? Gehen Sie nach oben in den Norden.
das Auto von Maxwell und gucken sie, ob der Lost-Typ da ist. Wenn er da ist, geben sie ihm ein paar Kugeln. Der eine geht pennen. Erstmal gehen sie rüber einen Kaffee trinken. Und dann geht der eine pennen. Ja, morgen in der Schlagzeile. Kellner im Little. Die Mafia zerschlagen. Wir haben den Kopf der Mafia bekommen. Waffendealer. Waffendealer im Italy versteckt. Unscheinbarer Kellner versorgte ganz Los Santos mit Waffen. Don Kellner. Oh Mann, es tut mir leid, dass ihr so lange im Meterschutz wart, aber das ist halt natürlich eine heiße Sache, ne? Soll ja natürlich keiner sehen. Können wir halt nicht viel machen. I'm sorry. So, wir sehen uns morgen 21 Uhr wieder. Morgen gucken wir mal. Also entweder RP, weil die Bank dann einen Termin hat mit uns, oder halt wirklich Dingens, ne? Horrornacht, aber ich tendiere zu RP, weil wir müssen unbedingt die Horrornacht machen. Es tut mir auch so leid, dass die irgendwie nicht zustande kommt aktuell. So, lass mich mal gucken, wo es hingehen kann. Ich guck grad mal. Leute, erst einmal vielen lieben Dank heute wieder für den Support. Dankeschön, wirklich vielen lieben Dank. Der Monat ist unglaublich krass gewesen, was Support angeht. Umso krasser ist es, dass er immer noch am Laufen ist. Holy shit. Dankeschön dafür. Vielen lieben Dank. Ich schicke euch rüber zum Malone wieder, weil Malone ist mit seinem Prison Char unterwegs. Ich wünsche euch da viel Spaß. Schlaft gut. Gute Nacht. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Wie gesagt, 21 Uhr geht's weiter. Bis dann. Eine gute Nacht euch allen. Ich mache das Intro an. Wir sehen uns morgen wieder. Ich habe mega Kopfschmerzen. Ich bin froh, wenn ich im Bett liege. Bis dann, Leute.